Na, wer hat Lust auf Akte X? Also ich schon. So, na dann, Ahoi. Guten Abend. Das ist doch schön. Sonst macht's ja wenig Sinn. Ah, guck mal, noch einer. Jo. Da steht's. Hier. Da ist noch ein X. ja. Nee, wie ganz alt. Nee, wahrscheinlich einfach nur der Pappschuber für die deutsche Version oder so. Hat etwas gelitten. Ich glaube, ich habe es damals gebraucht gekauft oder so. Ich hatte auch mal den Original-Umkarton da. Ja, fancy, ne? Die Umverpackung, der große Karton, der war genauso shiny und hatte so ein fettes X auf der Vorderseite mit so transparenten Inlays da, ne, aus einem X. Naja, immerhin ist das Ding noch halbwegs in Schuss. Ist die PC-Version. Auf geschmeidigen 7 CDs kam auch noch mal auf DVD raus. Ich glaube, immer das stand in der Trivia als Grafikkartenbeilage oder so auf DVD in verschiedenen Sprachen. So auf CD mit tatsächlich immer nur einer Sprache. So mehr hat nicht drauf gepasst. Aber cool gemacht. Das sind alles so kleine Aktenreiter. Ne, ist immer eine mit so einem kleinen Registerdingens. Jede Akte hat eine andere Farbe, so ein bisschen. Ganz nett. Ist fast unmöglich zum Laufen zu bringen. Beziehungsweise wahrscheinlich geht's, wenn man sich damit zur Seite. Wenn man sich damit ewig die Nächte um die Ohren haut. Ich habe schon lange dann rumgedoktert, sei es auf Windows 10 mit einer alten QuickTime-Version oder QuickTime-Alternative und 1000 Kompatibilitätsmodi und sämtlichen Inhalt kopiert und Windows 95 in einer VM. Spackt das QuickTime auch rum, dann stottert der Sound und hakt oder es läuft gar nicht. Ein Krampf. Nicht cool. Deswegen spielen wir hier. Wo ist es? Da. Wie man vielleicht schon an den Symbolen sieht. Die Controller. PlayStation-Version. Die haben sie damals auf 4 CDs runtergepresst. Die Qualität hat dabei ein bisschen gelitten. Es hatte ursprünglich auch nur eine, ich glaube, 640x480 Auflösung. Aber es ist halt ein bisschen komprimiert, das Ganze. Ne, PlayStation 1. Und ich habe gelesen, auch irgendwo geschnitten. Ich schätze mal, die haben Inhalte weggelassen, die mit, weiß nicht, Maus und Tastatur irgendwie sinnig gewesen wären. So können wir tatsächlich den Cursor nur beim Steuerkreuz bewegen. Also ich glaube, man macht an manchen Stellen Tastatureingaben. Das ist dann vielleicht zu frickelig, mit dem Cursor über die Tastatur zu ruggeln, mit dem D-Pad. Wahrscheinlich haben sie sowas rausgelassen. Ich hoffe mal, dass sie sonst nichts geschnitten haben. Ich kenne nur von damals und mal aus irgendeinem Let's Play später noch die PC-Version. Mal gucken, was der Unterschied ist. Vielleicht fällt uns noch hier und da was auf.
Ansonsten soll es auch so sehr gut spielbar sein. Es gibt so eine hübsche Abkürzung. Navigationssprünge, also ne, zum Ausgänge erfassen, so, das ist also ein kleiner Zeigefinger, der jeweils auf den Ausgang zeigt. Kann man da hin und her springen, um da nicht mit der Maus rumzufeiern, also mit der nicht vorhandenen Maus. Hat leider auch keine Mausunterstützung gehabt als PlayStation 1-Version. Damit im Emulator halt auch nicht machbar. Aber das kriegen wir schon hin. Hoffe ich. Ihr müsst mir dann gleich sagen, wie es mit der Lautstärke ist. Wie war denn zum Beispiel eben das Intro? Sehr viel zu laut, leise. Hat man es überhaupt gehört? Ich glaube, Ton war an, ne? Ja. Dass ich da gleich mal gegenregeln kann. Ich habe erstmal pauschal die Sprachen alles eigentlich voll hochgeballert. In den Speil-Einstellungen. ja, es gibt so eine künstliche Intuition. Es ist so eine Art ja, Hint-System oder so. Dann schwurbelt da oben so ein, in der Ecke irgend so ein Nebel rum. Und wenn er das tut, dann kann man da draufklicken und kriegt eine mögliche Handlung angezeigt. So eine kleine Videosequenz. Man wird nicht genau drauf gestoßen, was zu tun ist, aber wenn man dann sieht, oh, er duckt sich hinter einem Fass, um was aufzuheben, ja, da muss man wohl hinter dieses Fass gehen. Ich glaube, es gibt dann sogar einen Shortcut auf diese Aktion, wenn man zu lange in der Szene rumeiert. Das lassen wir mal aus. Außer beim Pixelhunten finden wir irgendwas nicht, weil es gab ein paar Stellen, die waren nicht cool. Mit so Kleinkram. Das weiß ich noch. Schwierigkeitsgrad einfach stumpf auf Standard, passt schon. Wenn wir mit dem PlayStation-Controller gar nicht zielen können, wir müssen ab und an auch mal schießen. Dann stellen wir es auf einfach, dann gibt's Auto-Aim. Ja. Ja, den Rest lassen wir wie es. Genau. Dialoge voll aufgeballert, Musik einen kleinen Ticken drunter. Lass mal so. So. Speil. Hammer. Wer übersetzt sowas eigentlich immer? Und guckt sich das jemand an? Ja. Ansonsten speichern wir. Natürlich dann in-game ab und an und auf modern im Emulator. Sicher ist sicher. Ja, wie gesagt, sagt mal an, wie es mit der Lautstärke war. Und ich mache jetzt mal nichts am Controller, dann läuft gleich das kurze Intro. Und ja, dann könnt ihr dazu mal sagen, ob die Lautstärke hinhaut. Gerade im Vergleich zu meinem Gebrabbel hier. So, hoffen wir mal, dass es gleich anfängt. Es gibt halt leider keine Menümusik. Ah, Tatsache. Perfekt. Duty. Genießt die Show. Und sagt mir gleich mal Bescheid. Ich erinnere mich an diese Lagerhalle. Da ist Pixel Hunting und das Navigationssystems. Uiuiui. Sind nach rechts gesprungen. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade nach links geguckt. Da draußen ist er.
Oh Gott. Ja, an der Lautstärke was auszusetzen oder können wir das so lassen erstmal? Ich meine, wir sehen es gleich, wenn die ersten quatschen im Spiel. Sehr cool. Ja, man hat es im Intro gesehen. Alles gefilmt. Das ist tatsächlich mal ein Full-Motion-Videogame, was den Namen auch verdient. Also keine gerenderten Hintergründe oder irgendwas oder Standbilder, wo jemand reinretuschiert wurde. Tatsächlich alles gefilmt in echten Umgebungen und Schauplätzen. Spielt irgendwo Ende der dritten Staffel 1996. Irgendwo um die Folgen 20 und aufwärts. Rausgekommen ist es 98, glaube ich, im Rahmen zur hier Veröffentlichung vom ersten Kinofilm. So ein bisschen, ne, als Werbung etc. Haben aber relativ lang daran gearbeitet. Ich glaube, ich habe irgendwo was von 40 Monaten gelesen. Also scheiß viel. Hier irgendwo so eine Trivia-Seite, die schmeiße ich euch mal rein. Aus dem Spookyverse. Ob die. Was ist so? Da steht auf jeden Fall hier in den Statistiken, über 200 Menschen haben da 42 Monate daran gearbeitet. 24 Stunden Videomaterial gedreht. 10 Stunden davon alleine Aufnahmen mit den beiden Hauptcharakteren. Was krass ist, weil die kaum vorkommen. Also die wollten wahrscheinlich etwas besser dastehen als die anderen Laiendarsteller, die man die meiste Zeit so sieht, weil das ist schon krass. 10 von 24 Stunden, also fast die Hälfte vom Spiel, sieht man die aber nicht. Jetzt am Anfang im Intro, dann lange, lange nicht und dann zum Ende hin wieder. Das ist schon krass. Ja, 75 Videobänder und 75 DAT-Bänder verbraucht für die Audioaufnahmen. Insgesamt über 1200 Dialog und über 1400 Videoaufnahmen. Dreharbeiten dauerten insgesamt 7 Wochen. Längste Drehtag 22 Stunden. What the fuck? 17 Takes benötigt der Shot mit den meisten Takes. Ja. 10 Drehtage davon waren die beiden, ne? Waren Mulder und Scully dabei. Drehfassung vom Drehbuch 200 Seiten. Insgesamt das Drehbuch 842 Seiten. Zweihundertsechsundzwanzigtausend Zeilen Code, über 55 Zentimeter DIN A4 Seiten. 1200 Grafiken erstellt. Krasse Scheiß. Ja, auf der Seite ist auch ein kleines Making-of, irgendwie ein kurzes. Ein Arsch voll Easter Eggs. Und Trivia und Anspielungen. Ich hab's überflogen, ich kann mir den Kram nicht merken. Das ist brutal viel. Also auch sau viele Hinweise auf die Staffel, in der das ungefähr spielt, ne, die dritte, etc. Schon ziemlich cool. Also die haben sich da echt Mühe mitgegeben. Und es ist auch gar nicht so scheiße geworden. Also als Akte X-Fan darf man eh nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber ich finde es tatsächlich gut. Also ich hatte meinen Spaß damit früher. Ist jetzt ewig her. Mal gucken, was ich noch so weiß und was nicht. Und wie wir so durchkommen. Ich glaube, allzu lang ist es gar nicht. Ich glaube, man war relativ viel am CDs wechseln. Bei 7 Stück. Auf jeder ist man so eine Stunde unterwegs oder so, glaube ich. Ja gut, jetzt hier, Blazer-Version. Wechseln wir etwas weniger die Disk. Juti. Dann. Wir haben das Intro gesehen. Und klar, quasi die kleine Einführung. Dann fangen wir mit dem eigentlichen Spiel an. Dafür. Und beschwert euch, wenn was mit uns auch nicht passt. Dann regeln wir nach. Das sind wir. Sieh mal an, Agent Wilmore. Hallo, Agent Cook. Warum müssen Sie gerade heute unpünktlich sein? Wir haben hohen Besuch aus Washington und offenbar wegen etwas sehr Wichtigem. Jo. So, ich glaube, in der PC-Version, wenn man hier nicht in ein paar Sekunden was drückt, dann läuft er einfach weg. Ich habe
das mal ausprobiert. Man hat hier, glaube ich, relativ lange Zeit. Also er ist mir noch nicht weggelaufen, während ich hier so rumgeschwurbelt bin mit dem Mauszeiger, der keine Maus ist. In Dialogen hat man immer so ein bisschen die Möglichkeit, ein bisschen zu agieren, und darauf reagieren die Charaktere mit teilweise. Warum holen Sie sich nicht einfach noch einen Kaffee und kommen Ah, dann zu mir? okay, gut, das hat ein bisschen lange gedauert. Die reagieren dann halt mit unterschiedlichen Aktionen und Kram, aber es ändert an der Story nichts. Es sind einfach ein bisschen Sachen, die ein bisschen anders laufen und vielleicht mal andere Dialoge triggern. Genau, wir können gerade noch mal. Oh, den hier mal fix. Stimmt das so noch? Das stimmt noch. So. Dann wählen wir mal einen Dialog aus. Und zwar hat man meistens so die Auswahlmöglichkeiten, die hier auch kommen. Wir können voll lustig sein, unentschlossen oder paranoid. Wir sind mal voll lustig. Er soll vermutlich dafür sorgen, dass wir keine Büroklammern klauen. Aha, Scherzkeks. Ja. Ne? Sowas in der Richtung und auf manche Sachen reagiert dann halt der andere oder auch nicht. Oft mit dem Kopfschütteln. Oh ja, hier haben wir Hintergrundmusik. Ich weiß nicht, ob man davon was hört. Und vom Ausschlag her waren die Stimmen relativ laut. Aber ich muss ja sagen, ob es so passt. Genau, dann gibt es hier diese geile Abkürzung. Zack, ne, mit den Schultertasten. Kann man, ne, auf die Ausgänge zeigen. Dann braucht man hier nicht ewig so rumeiern. Das ist schon relativ komfortabel. Genau. Man bewegt sich halt, indem man auf die verschiedenen Ausgänge zeigt. Es ist nicht so, dass man immer so diese typischen Dungeon Crawler hier einen Schritt nach vorne, 90 Grad nach links, einen Schritt nach vorne, 90 Grad nach rechts und so macht. Das macht die Navigation hier teilweise ein bisschen tricky. Wenn wir jetzt hier drauf klicken, also das hier sieht aus, als würde man da nach links gehen. Man dreht sich aber nach links. Das da, da steht man dann direkt im Türrahmen, muss sich nicht mehr nach links drehen. Manchmal steht man auch, wenn man so einen Schritt gemacht hat, einfach vor einer Wand. Obwohl man, was weiß ich, am Ende vom Flur stand. Das ist, da muss man sich ein bisschen durchklicken. In manchen Locations ist das schon übel. Gerade dieses Lagerhaus, was wir am Anfang gesehen haben. Das ist eigentlich nur eine große Fläche, aber es ist ein bisschen wie ein Labyrinth, wenn man sich da durchklickt. Aber tatsächlich, jede Location wurde halt auch irgendwie abgebildet. Das heißt, man kann sich auch überall irgendwo hindrehen. Eigentlich alles drauf. Genau. Da steht wir, das Agent Office unten links, das ist unseres. Das Agent Office oben links, also quasi oben links, war das von Agent Cook, von unserem Partner quasi da. Dann gibt es den Meeting Room, File Room, kleine Küche. Ich glaube gar nicht, dass wir da rein können. Und Directors Office, das ist ein FBI, ja, eine Außenstelle. Ganz schön mickrig, würde ich behaupten. Aber na gut, wird schon stimmen. Hier kommen wir raus. Navigiert wird über so ein Oldschool, ja, Backstein-Notebook. Wir können aber tatsächlich nur hier hin. Also, nee, ach Quatsch, Seattle. Genau, wir können in unser Apartment, wir können einfach wieder nach Hause fahren und die Sache sein lassen. Oder ins Polizeilabor fahren. Wir wissen noch gar nicht, was los ist in diesem Spiel. Wir bleiben mal hier. So. Hier ist der Meeting Room. So, da gehen wir rein. So, und hier ist das auch schon so, ne? Man kann sich hier nach links drehen, geht links am Tisch vorbei, ist klar. So, Fernseher einmal nach rechts gedreht. Ah, genau. Man kann das Ganze tatsächlich auch abkürzen mit allen Objekten auf dem Bildschirm. Dann braucht man auch nicht, wenn ich will dieses Schild lesen und dann dahin. Es funktioniert ganz brauchbar mit dem Fadenkreuz hier, aber um da wirklich Kleinkram anzuklicken, ist das schon komfortabler. Vielleicht. Es ist dann auch nicht mehr ganz so hart, das Pixel-Hunting an manchen Stellen. Mal schauen. Wenn es das zu easy macht, dann mach mal einfach hier auf altmodisch.
Aber es ist schon arschkomfortabel, wenn man keine Maus hat, um mal schnell nach unten links auf den Bildschirm zu gehen. So, Blanko. Ein bisschen Supplies. Tja, einfach dadurch, dass jede Location in allen Richtungen abgebildet wurde, entstehen halt auch solche Bildschirme. Nicht, dass man sich einfach umdrehen kann. Nee, man muss sich der Reihenfolge umdrehen, dass man einmal so links in dieses Fenster guckt. Na gut. Bisschen Wanted. Vermutlich Easter Eggs ohne Ende. Sämtliche Bilder, die irgendwo vorkommen. Aber ja. Kann man sich mal reinziehen. Diesen Making-of. Hübsches Räumchen. Bisschen neblig. Aber also gerade die ganzen Locations und so, das passt schon. Es ist wirklich wie eine Episode. Haben halt auch Leute der Serie dran gearbeitet, der, oder wie heißt er, Mark Snow, der dieses Titelthema, dieses berühmte gemacht hat und ne, überhaupt den Score von der Serie, der hat auch hier die akustische Untermalung gemacht. Ist schon von der Szenerie, von allem echt stimmungsvoll. Vermutlich ist auch das hier schon wieder irgendeine Anspielung. Wer weiß. So, man wird sich viel hin und her drehen und merken, ach scheiße. Da gibt es nichts Neues, da kam ich gerade her. Das hier zum Beispiel. Ohne Maus dieses Ding abarbeiten würde sonst keinen Spaß machen. Das ist super komfortabel. Keine, ne? Wie gesagt, das werden Anspielungen sein ohne Ende. So, who lost their pizza? Ist nicht? Irgendjemand? Hey, remember the big electronics bust from the fall of 95? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, sie ist Abenteuer-Fernbeziehung, ne? Ja, Fotos. Gott, oh Gott. Bastet. Irgendjemand wurde festgenommen. Okay, cool. So abenteuerlich ist er nicht. Außer natürlich ist es heiß und die Klimaanlage fällt aus, aber Dezember, da kann höchstens die Heizung ausfallen. Immer irgendein Easter Egg, was ich auch erkenne. Nee. Nee. Special Agent Gun Club. Sehr geil. Tontauben schießen. Tja, die Unterschriften sind vermutlich auch irgendwie Programmierer. Also an solchen Stellen würde ich mich immer mit einbauen. 800 Kilometer. Läuft. Bible Study and Prayer Meeting. Ja. Nein. Bisschen Yoga. Ja. Nein. 25. Jubiläum. Bombershoot. Hübsch. Psychedelic, oder? Special Agent. Special Breakfast. Auch sehr schön. In case of fire. Yo. Spread the alarm. Pass the word. Übrigens, es brennt. Oh, okay, cool. Danke. Ja, nice. So, Schritt nach vorne. Ne, da stehen wir immer noch so halb neben diesem Brett. Da ist die Tür. Da kommen wir gerade her. Na, nein. Ich wollte. Okay, dahin. Was gibt's denn hier Schönes? Agents only. Das ist auch so. Oh, okay. Ich bin Agent. Sesam, öffne dich, Klappe. So. Her damit. Zack. So, eine ganze Menge Stuff im Inventar. So.
Und zwar, wie war denn das? Nein, nein. Ah ja, okay. Habe irgendwas kaputt gemacht. Das macht nichts. Das macht auch nichts. Okay, damit kommen wir hier runter. Wir haben allerhand Hilfsmittel. Ziemlich cool. Nachtsichtgerät. Was, ja, nicht funktioniert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Huch. Okay, also der Flur ist da. Wahrscheinlich gibt es für diese Szene einfach keine Nachtsicht. Ha. Okay, na gut. Huch. Nein, 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 nein. Bin ich hier mit Nachtsichtgerät rumgelaufen? So. Ausgangsposition. Wir haben ein Fernglas. Keine Ahnung, warum sie lila ist. Vielleicht sollte ich noch mal in den Emulator-Einstellungen rumeiern. Das sieht mir noch ein bisschen falsch aus, aber naja. Okay, Zoom. Ja. Schön, schön, dass es Zoom gibt. Wie komme ich da wieder raus? So nicht. So. Was? Es gibt keinen Zoom. Wir sind dahin gelaufen. Oh Gott. Ja. Mit dem Fernglas vorsichtig sein. Ist doch ein bisschen tricky an der Blaze. Wir haben eine Kamera. Können die Bilder nachher auf den Server übertragen, irgendwie mit Datenbanken abgleichen und so. Coole Geschichte. Wir haben eine Taschenlampe. Das macht tierisch Spaß mit diesen ganzen Sachen, die man so hat, auf Bildschirmen rumzueiern, wo Charaktere stehen. Die kommentieren den Scheiß immer und fragen, ob du noch ganz dicht bist. genau. Beweissicherung, also wenn wir hier irgendwo einen Fingerabdruck haben, dann können wir den aufnehmen und solche Geschichten. Schlösser knacken, Telefon, PDA. Ein paar Sachen sind standardmäßig drauf. Scheinbar noch nicht. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Geil, das hat auch ein Ami eingesprochen, oder? Menü. Ah, jetzt hier. Okay. Computerkriminalität. Mal gucken, das ist unser Nachbar da im Büro. Das ist dann wohl unsere Frau, wenn wir Craig Wilmore sind. Ja, und man kann allerhand Nummern anrufen, die man irgendwo findet. Ich hoffe, er notiert die sich, sonst, naja, Stift und Zettel sind da, wie es sich gehört. Einarmige Menschen, bin ich mir nicht sicher. Aliens? Ja, nicht direkt. Schon, aber halt nicht so der typische Alien. Das Öl ist dabei. Ja. Das Öl ist mit drin. Oh, wir haben unseren geilen PDA. Wow, der lange, lange lädt. Krass. Genau. Über diesen PDA können wir Shortcut-mäßig Schnellreisefunktionen an verschiedene Orte. Theoretisch müsste man auch irgendwie da unten zu den ganzen Knöpfen kommen. Ich frage mich, wie. Ich drücke gerade ganz viel auf den Controller rum. Nein. Aha. Okay. Cool. Ja, jetzt sind wir auf der Navigation. Wir können hier unsere E-Mails abrufen. Er macht sich Notizen so übers Spiel. Beziehungsweise wir können das Ding, glaube ich, auf Sachen benutzen. E-Mails. So, von unserem Kollegen. Mark Cook betreff Spielscheinfälscher. So, von hier an, Craig Wilmore, das sind wir. Und Mark Cook, genau. Craig, es sieht so aus, als ob wir den Spielscheinfälschern endlich auf der Spur wären. Wir sollten uns nachher mal unterhalten, aber Shanks erwartet, dass wir den Fall in ein paar Tagen abgeschlossen haben. Nur damit du Bescheid weißt. Mark. Ah ja, okay. Dann ist der Shanks unser Chef. Sehr cool.
Von dem hat man die Nummer am Telefon. Gymsites, Rugby-Regeln. Was gibt's denn hier? Rugby.com. WWW Wilmore. Hallo Mann, wie geht's dir? Wie steht's? War super, dass wir uns letzte Woche getroffen haben. Wir hatten uns viel zu lange nicht gesehen. Freut mich, dass dir das Spiel gefallen hat. Es tut mir leid, aber du bist zu schwächlich, um richtig mit dir spielen zu können. Dies nur für die Annalen. Ich habe einen Zahn verloren und zwei Gehirnerschütterungen gehabt. Nicht andersherum. Und meine blendenweißen Weißerchen sehen besser aus als je zuvor. Was ich von dir nicht behaupten kann. Kannst wahrscheinlich von Glück sagen, dass du nicht raus, oder? Ha! Bis später, Jim. Spende Blut, spiel Rugby. Okay. Mike Robinson, Akten zum Fall. Kein Datum oder irgendwas, ne? Wer weiß, wenn diese E-Mails eingegangen sind. Robbie.com. Drake, was macht das FBI mit den Akten zu den einzelnen Fällen, wenn diese erst einmal abgeschlossen sind? Ich hätte gerne ein oder zwei. Ich habe eine Idee für ein Buch. Ah, da geht es aber um einen Fall des FBI und ich würde gerne etwas Reales zugrunde legen. Sag doch mal Bescheid, ob du mir da helfen kannst. Aber kein Problem, wenn das nicht geht. Super Mario. Super M. Okay. Juti. Wie gesagt, wir bleiben, glaube ich, mal hier. Boah. Okay, Ladezeiten sind krass. Creepy, schwarze Öl. Die mit den zugenähten Augen, Ohren, Mündern, Nasen und so weiter, also damit dieses Öl nicht eindringen kann. Das ist ja irgend so eine andere, also es gibt ja diverse außerirdische Gruppierungen, ne, die diese Kolonisierungsplan ja mit dem Raucher und Co. da starten. Und das sind quasi Alien-Rebellen, die da irgendwie zwischenfunken wollen. Natürlich nicht, um uns zu helfen, aber irgendwie gehen die dazwischen. Wollen das auffliegen lassen oder verhindern oder keine Ahnung und uns einfach so unterjochen und nicht irgendwie, dass wir deren Haustiere werden. Keine Ahnung, irgendwie sowas war das. Aber schon krass, ja. Diese Zugenähten, die dann da einfach nur so stehen und alles abfackeln. Ich glaube, das waren die mit den Flammenwerfern. Krasser Scheiß. Da arbeitet unser lieber Kollege. Das ist unser Büro. Das da ist jemand. Das da ist auch jemand. Keine Ahnung wer. Eine Karte. Das FBI-Logo. Alles hübsch. Genau, hier war ein bisschen Asservatenkammer und so ein Scheiß. Ja, cool. Nix drin. Doch, wir finden noch Sachen, die landen dann da drin. Genau, da geht's wieder in den Besprechungsraum. Da geht's zum Chefe. Ah ja, Mr. Shanks. Können wir mal mit unserem Kollegen quatschen hier. Hey, Partner, wie geht's Ihnen? Okay, cool. So viel, ja. Ja, muss ich hier socialisen oder was kam da gerade rein? Geht so. Ein Glück. Keine anderen Menschen. Okay, wir können mit ihm quatschen, aber nicht sein Büro durchstöbern. Das ist schade. Genau, auch das hier unten ist wieder so schön mit so kleinen Aktenreitern gemacht. Kann halt alte Gespräche nochmal nachholen. Und halt hier so unsere Gesprächsthemen durchgehen. Genau, ja. Shanks, eigentlich aufgebracht? Naja, er hat mich angelächelt. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Okay. Und wer ist nun der Häuptling aus Washington? Sein Name ist Skinner, der stellvertretende Direktor Skinner. Uiuiuiuiui. An welchen Fällen arbeiten Sie?
Ich bin an einem Fälscherring dran und der Miliz, die immer noch in den Northern Cascades aktiv ist. Und dann ist da auch noch ein Ring von Speedlabors, aber ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Ja, nice. Du machst das schon. Tschüss. Sonst was? Duty. Dann, ach, wir stehen sogar so halberlei in seinem Büro, ja? Gut. Dann können wir da mal wieder raus. Und ziehen uns mal unser Büro rein. Sehr hübsch. Uni? Bachelor of Arts. Dein Ernst? Arts? Nochmal Arts. Zwei Uni-Geschichten. Krasser Typ. Ein random Bild von irgendeinem Kind. Vermutlich unseres. Warum kann ich mir die Bilder nicht angucken? Schade. Okay. Kunst? Keine Ahnung. Bleibt doch fast alles unkommentiert, aber man kann sich halt scheiß viel angucken. Oh ja, hier. Das ist eins von den Easter Eggs sozusagen. Oder, ne? Wie auch immer. Trivia-Sachen. Das ist aus der dritten Staffel. Big Blue mit diesem, aber ist Ungeheuer, wo diese Fußspuren im Matsch sind und so weiter. Ja. Zu irgendeiner Folge aus Staffel 3. Das kenne ich nicht. Catholic Chapel, Chapel. Was? Irgendwas and poor community. Small and poor community. Fabriken. Ein bis zwei Flügel. Okay. Und viele, viele Menschen. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte eigentlich da hin und mich dann nach da drehen. Wie gesagt, Wegfindung ist so ein bisschen tricky. Ein paar Pokale haben wir. Tja, keine Ahnung, Nero? Ich weiß es nicht. Oh, das muss ein Zauberer sein. Nice. Okay. Dann noch ein Bild. Das sind dann wohl Frau und Kind. Ja, das ist auch wieder so eine Einstellung, die sich halt einfach ergibt, dadurch, dass man sich halt überall hin bewegen kann. Keine Ahnung. Fanposter der Unabhängigkeitserklärung oder sowas? Ich weiß es nicht. Das ist wieder die Kunst. Das sind unsere Uni-Dinge. Warum? Der Sound. Was? Wieso? War was mit dem Bild? Okay, Pinnwand. Ignoriere den Sound. King County Crime Lab. John Amos. Okay, 555-0171. Da bin ich aber gespannt, ob er sich sowas. Das weiß ich nicht mehr. Ob er sich sowas notiert, wenn er es einmal gesehen hat. Ja, Tatsache. Sehr cool, finde ich gut. Das ist das Polizeilabor. Nice. Was macht diese lustigen Pfeile da? Glückskeks. A liar is not believed even though he tells the truth. Ja. Lügner halt. Einmal durch den glaubt man nicht. Unsere Tochter heißt scheinbar Elisabeth. Happy St. Patrick's Day from beautiful Ireland. Das ist nett.
Und Shiloh. Ah, ich erinnere mich. Ja. Und zwar, mal gucken. So. Unser schöner Schreibtisch. Oh, es klingelt. Ignorieren wir das? Ja, ne? Nee, komm. Wir sind ein guter Agent. Wilmore. Agent Wilmore. Ich möchte Sie in meinem Büro sprechen. Ja, okay. So, was gibt's denn noch so? Hatten wir. Oh. Das ist ein super sinnvolles Utensil. Das. Also ohne das geht's nicht. So. Kleben uns auf die Nase. Das war's. Ja, warum auch nicht? Was soll's? Was gibt's hier unten? Schubladen. Schubladen sind super. Wir mögen Schubladen in Adventures. Ah ja. Seine ganze Ausrüstung liegt da in so einem, naja, mehr oder weniger Sicherheitsschrank, wo dran steht: Bitte nicht aufmachen, außer du bist ein Agent. Aber das hier ist auch nicht viel besser. So, ich meine, er kommt ja gerade von zu Hause. Er hatte weder einen FBI-Ausweis dabei, noch seine Knarre. Darf man die aus der Hand legen? Also, weiß ja nicht. Ganz viel Zeug. Unsere Marke. Damit können wir auch Leuten vor... Ah, wie war denn das? Ich dachte, damit könnte man irgendwie Leute vor der Nase rumfuchteln oder so. Mal gucken. Vielleicht nur, wenn jemand auf dem Bildschirm ist. Und fragen die einen auch, was mit einem nicht stimmt. Mit den Handschellen das gleiche. Und mit der Pistole ebenso. Ich speichere hier mal spaßeshalber. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Vielleicht habe ich das. Man kann tatsächlich immer und überall rumballern. man kann nicht auf irgendwelche Unbeteiligten schießen. Aber... Oder kann man doch? Fliegt man dann auch raus? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir werden es ausprobieren. Ja, wir werden auf jeden Fall einen auf Jack Orlando machen. Und alles und jeden mit unserem Equipment nerven. Weil es halt einfach Spaß macht. Tut mir leid für die Leute. Wird passieren. Okay, Fallakten. Ui, er sieht begeistert aus. Was gibt's denn Schönes? Fall 266A SE 427169. Aha. Weiter. Oha. Alter, Dead Quality. Whoop. Worum geht's da? Hallo. Gott, oh Gott. Also, weiß nicht. File FBI. Naja, wenn man in so einem Spiel sterben kann, ne? Die Leute haben sich echt Mühe gemacht, diese Animation zu erstellen oder diese Szenen zu filmen und... Naja, dann sollen die Leute die auch sehen, ne? Wir haben bei Buffins Fluch, bei dem allerersten Spiel, was wir gespielt haben, mit grandios schlechtem Sound und Kamera und wow. Vielleicht nehme ich es einfach irgendwann nochmal auf. Haben wir auch jeden Tod mitgenommen. Ich meine, es gibt ihn. Warum nicht? Dafür kann man speichern. Naja, das scheint wohl der aktuelle Fall zu sein, an dem sie arbeiten. Aha, Sirens, Rubber Tubing, Stainless Cooker, Items covered with sticky substance. Ah ja, Drogenlabor, ja. Forensics, okay. Na gut. Unser aktueller Fall stecken wir ein.
Ja, die ist hart im Nehmen. So, unser PC. Soweit ich mich erinnere, braucht man dafür ein Passwort. Braucht man nicht. Dann ist das, was von den Sachen, die sie in der PlayStation-Version gestrichen haben. Ich glaube nämlich, dass da muss man dann ne, per Tastatur das Passwort eingeben und so. Und das haben sie wohl weggelassen, weil zu fummelig. Das Passwort müsste nämlich Shiloh sein. Das, was da eben an der Pinnwand stand. Und der Hinweis auf das Passwort war irgendwas von wegen der, meine Lieblings-Unabhängigkeitskriegsschlacht oder irgendwie so. Das ist auf jeden Fall ein Ort von damals. Ja. Willkommen beim FBI. Ja, geil, danke. Diese Dienste werden nur angeboten, um bei den von dieser Behörde geführten Ermittlungen behilflich zu sein. Also nicht zum Spaß, nicht auf YouTube rumgammeln und so. Keine Pornos. Das Menü auf der linken Seite enthält die Dienste, die zur Verfügung stehen. Wow, so viele. Jegliche Aktivität auf diesem System wird überwacht. Ich sag ja, keine Pornos. Jeder nicht notwendige Gebrauch dieser Dienste führt dazu, dass zukünftige Zugriffe verweigert werden. Also einmal Pornos. Genau. ING. Hat nichts mit irgendwelchen, ne? zu tun. So. Da können wir dann suchen nach Namen, Telefonnummern, wenn wir ein Kennzeichen irgendwo hier haben. Oh, richtig, das mit der Kamera. Mal gucken, ob das ohne Maus klappt. Man muss an ein, zwei Stellen, glaube ich, relativ schnell sein. Ins Menü, die Kamera schnappen, hoch und wegfahrendes Auto fotografieren, damit man das Kennzeichen kriegt. Wenn man es nicht hat, hat man es, glaube ich, auch einfach nicht. Man kommt irgendwie weiter, aber ist halt ein Hinweis, den man hier in diese Datenbank hauen kann. Was ziemlich cool ist. Also richtig schön Detektivarbeit. Genau. Ich glaube, alle, die hier nach okay, man kann da irgendwas finden, aber naja. Okay, man kann hier jetzt einfach nur die Sachen, die Namen, die man so kennt, durchgehen. Okay. Normalerweise kann man, glaube ich, auch sich alles anzeigen lassen und durchscrollen oder irgendwie so. Jedenfalls sind sämtliche Kriminellen in dieser Datenbank Macher vom Spiel. Genau. Und ne, muss halt gucken. Haben wir ein Kennzeichen? Suchen nach Staatsbürger, finden nichts. Dann müssen wir aber auch nach den anderen gucken. Weil vielleicht war es ein Regierungsauto oder so, ne? Also solche Sachen. Wenn es ein schwarzer Van war, ist klar, ist Regierung, eine schwarze Limo auch. Eigentlich jedes schwarze Auto. Ja, da haben wir noch nichts. Wird ganz cool, wenn wir so Hinweise haben und so. Wir können Fotos und Videos hier irgendwie reinladen. Haben unsere Mails hier, die wir auch auf dem PDA haben. Und wir können vermissen. Wer übersetzt das? Genau. Vorsicht, vermisste Personen. Wir können dann Leute als vermisst melden. Ich glaube, das ist eher zur Fahndung ausschreiben oder so, aber... Kommt noch. Das ist dann nämlich, wenn wir hier, nee, falsch, wenn wir hier eine Person haben, dann können wir sagen, alles klar, Name, ne, Staatsbürger oder ist ein Krimineller, suchen. Wenn wir den hier finden, können wir das weiterleiten, hier unten. Und dann können wir das hier absenden. Ich glaube, so hat es funktioniert. So. Wir sollen zu Chefe ins Büro. Ja, wir haben halt leider keine Tastatur. Also Gießkanne Gertrude kann ich nicht suchen. Nur die festen Vorauswahlen. So. Ja. So. Links. Chef. Kommen Sie rein. Das ist der stellvertretende Direktor Skinner. Ja, bei dem wird auch geraucht und nicht gelüftet, ne? Zwei meiner Agenten werden vermisst. Fox Mulder und Dana Scully. Ich habe seit 3 Tagen nichts von Ihnen gehört. Ich bin sehr beunruhigt. So. Speichern hier. Folgendes. So, wir können mit dem und dem quatschen. Was ist denn mit Ihnen los? Warum sagt er denn da nichts? Hallo. Oh.
Was ist denn mit Ihnen los? 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 Okay, top. Finde ich jetzt schon gut? Hoffentlich haben wir noch einen zweiten Film. Wir lassen das mal. Warum ist das Fernglas? Was ist denn mit Ihnen los? Warum ist das Fernglas so, wie es ist? Und warum ist das Nachtsichtgerät schwarz? Was tun Sie da? Nichts. Wieso? Hier, meine Marke. Hier ist rein. Ich bin vom FBI. Ich möchte das nicht. Okay. Du? Ich möchte das nicht. Oh, du möchtest das auch nicht. Okay, cool, 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 cool. Möchtest du anschellen? Lassen Sie das. Okay. Möchtest du... Oh, dass man immer... Ah, man kann nach links raus. Okay, alles klar, cool. Hier sind Akten. Guck mal. Ich möchte das nicht. Mann. Es ist halt schon lustig, wenn man das lustig haben will, ne? Stört dich nicht, dass ich auf dich ziele? Hey. Lassen Sie das. Ja, na klar. Hey, lassen Sie das. Ja. Lassen Sie das. Ja, ja. Lassen Sie das. Mann, ich... Lassen Sie das. Ja, ich kann nicht auf ihn schießen. Ja, nice. Dann erzähl du. Soll Cook in dieser Untersuchung einbezogen werden? Das bleibt Ihnen überlassen. Sie kennen ja das FBI-Partnerprinzip. Ich würde vorschlagen, dass Sie alle verfügbaren Ressourcen nutzen. Okay. Aber was, wenn wir ihm nicht trauen? Erste Frage. Sind die beiden ein Paar? Welcher Fall? Die Nummern ihrer Mobiltelefone. Waren sie in der Vergangenheit ein Paar? Toll. Sind Sie früher schon mal verschwunden? Ja, dauernd. Waren Sie schon mal verschwunden? Nein, nicht auf diese Art. Nicht auf diese Art? Naja, Sie waren halt schon mal weg und nicht erreichbar. Wo wurden Sie zuletzt gesehen? In meinem Büro in Washington, kurz bevor Sie abreisten. An welchem Fall haben Sie gearbeitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nun, diesen Reisekostenanträgen nach wollten Sie nach Everett im Staate Washington. Diese okay. beiden Agenten dürfen in einem hohen Ausmaße völlig autonom operieren. Und zwar wegen der Art der Fälle, die sie verfolgen. Ja. Erzähl. Okay. Aha. 29.3. Reiseantrag. Anmerkung. Agenten fliegen Economy Class im ersten verfügbaren Flugzeug zu ihrem Bestimmungsort. Abflug Dulles Airport. Washington Ankunft Seattle Airport. Comedy Inn. Ist auch irgendein Easter Egg. Comedy ist irgendein Ort, hat irgendwas zu bedeuten. Ach, mich nicht. Reservierung für 7 Übernachtungen. Zimmer 103, 104. Ankunftszeit offen. Grund der Reise geheim. Fallnummer, so und so. Genehmigt von Skinner. Am 28. Anmerkung. Reisen müssen von dem Bereichschef autorisiert oder genehmigt werden, unter dessen Oberaufsicht die oben genannten Agenten arbeiten. Es sei denn, der stellvertretende Direktor im Hauptsitz hat die Genehmigung persönlich abgezeichnet. Cool. Hat er. Nummern. Kann ich Ihre Handynummern haben? Die finden Sie in diesem Dossier, aber Sie gehen einfach nicht dran. Hm. So, fragen wir, sind Sie ein Paar oder waren Sie ein Paar? Haben Sie vielleicht ein Verhältnis? Ich weiß es nicht. Ich bezweifle es. Okay, und war das mal so? Haben Sie früher mal ein Verhältnis gehabt? Wie ich schon sagte, ich weiß es nicht. Ich glaube es jedenfalls nicht. Okay. War's das? Ah, okay. Was würde aus meinem aktuellen Film werden? Genau, wir haben ja noch unsere Akte. Wem drücken wir die aufs Auge? Nicht zufällig unserem lieben Kollegen? Wissen Sie von etwas Ungewöhnlichem in Everett? Da ist nichts, was mir bekannt wäre. Ja, gut. Was wird aus meinen laufenden Fällen? Übergeben Sie sie, Cook. Ich weiß, er ist beschäftigt, aber das hat Priorität. Jo.
Setzen Sie eine Vermisstenmeldung von Mulder und Scully auf und übergeben Sie Ihre laufenden Fälle an Cook. Direktor Skinner wird dann gleich zu Ihnen kommen. Vermisstenmeldung aufgeben. Nice, machen wir. Computerarbeit. Tschüss, Jungs. Huch, wollte ich nicht. Okay. Fett. Ach, ihr könnt doch in seine Küche. Was gibt's denn hier so? Nichts. Echt? Wir können in diesen Raum rein. Nichts, aber auch gar nichts angucken. Da hinten, auf der gegenüberliegenden Wand, da können wir von der Küche aus, ja. Und natürlich, ne? Guter Agent hat das FBI-Logo da hängen. Gibt's hier noch Schönes? Ah, toll. Euch beide. Gut. Ah. Also, okay. Was ist passiert? Sie können das nicht verschweigen. Sie müssen mir sagen, was passiert ist. Ja, auf jeden Fall muss ich das. Das Ding ist, trauen wir ihm nicht. Ernst, locker, geheim, locker. Ach, Sie wissen schon das Übliche. Vermisste FBI-Agenten. Wer? Die kommen aus Washington, Mulder und Scully. Männlich und weiblich. Der guckt immer so, ne? Ist schon, als er gesagt hat, ja, warum müssen Sie unbedingt unpünktlich sein? Auch schon so. Mufflon. Naja. Dafür drücken wir jetzt erstmal unsere Fälle auf. Willst du eine Personenbeschreibung? Nein, das machen wir. Shanks möchte, dass ich dir meine Fälle übergebe. Shanks hat mich gebeten, Ihnen meine Fälle zu übertragen. Ja, und? Guck nicht so blöde. Ja, das machen wir. Computerarbeit, Gedöns. Hab ich Bock drauf. So. Und zwar, dann können wir nämlich jetzt in diese Datenbank gucken. Dana Scully, Name, yo. FBI suchen. So. Niedlicher 61 hoch. Geburtsdatum 64. Geburtsdaten. Mensch, da gucken wir gleich mal was. Gestern hatte der gute David Duchovny Geburtstag und ist 61 Jahre alt geworden. Echt weiblich. 45 Kilo. For real? Meine Fresse. Haarfarbe rot, Augenfarbe blau-grün, ledig, Absolventin der Universität von Maryland, Hauptfach Physik, gerne Abschluss in Medizin, Universität unbekannt, hä? Absolventin der FBI-Akademie in Quantico, Virginia, Eltern, William, verschieden, Mutter, Margaret, Geschwister, Brüder, William Jr. und Charles, Schwester Melissa, verschieden, dritte Staffel, ja, könnte sein. 1990, in der Beschäftigung beim FBI. Boah, sportlich, ne? Weiterleiten. Vermisstengedöns. Huch. Hä? Ich dachte, ich schmeiß das hier hin. Na gut. Vermisst. Fox, Mulder, William. Und, achso, ah, hier sind gleich beide hier drin. Na gut. Ah, alles klar, und noch ein paar Infos. Vielleicht auch noch was, was uns hilft. Geburtsdatum. 13.10.61. Okay, das sind nicht deren tatsächlichen Geburtsdaten. Hautfarbe weiß, Augenfarbe haselnussbraun, Haarfarbe mittelbraun, 1,85 groß, 76 Kilo, Geschlecht männlich, kein Bart, keine besonderen Merkmale. Gut, sie hatten wir gerade. Zuletzt gesehen, Großraum Everett. Die beiden sind möglicherweise zusammen, aber allein unterwegs, ja. Sachdienliche Hinweise bitte an Agent Wilmore, FBI Seattle. Senden, tschüss. Nice. Haben wir eine Mail? Haben wir nicht. Okay. Das haben wir gemacht.
können nicht telefonieren. Hier noch was? Nö. Okay, cool. Wir haben die Arbeit gemacht. Oh Mensch. Oh. Folgendes. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, nix. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, nix. Vielleicht mal gucken, ob... Das wäre ja so ein bisschen Dead End in einem Spiel, wenn man den Film irgendwo anders vollknipst, ne? Das wäre, uncool. Und ich muss rausfinden, warum dieses Fernglas rosa ist. Was ist denn mit Ihnen los? Nix, alles gut. Ja, und die schwarze Nachtsicht, Was tun Sie da? Nichts, alles okay. Ignoriere das. Hey, hier, ich bin vom FBI. Ich möchte das nicht. Okay. Hoppla. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Ich hab nichts gemacht. Wir bleiben trotzdem locker. Ach, Sie wissen schon das Übliche. Vermisste FBI-Agenten. Wer? Die kommen aus Washington, Mulder und Scully. Männlich und weiblich. Nö, ich habe nur ein Foto gemacht. Und versucht, ihn festzunehmen. Okay. Hä? Welche Fälle? Achso, hier unten. Da, Fälle. Shanks hat mich gebeten, Ihnen meine Fälle zu übertragen. Ja, sorry dafür. Ja, das stellt sich ganz schön an. Ganz normales Einführungsritual beim FBI. Moment. So. Dann müssen wir nochmal die Vermisstenanzeige raushauen. Vermissen an alle Einheiten. Senden. Achso, jetzt haben wir ja gar kein Foto von ihm gemacht. Machen wir noch. Nein. Erstmal aus dem Büro raus. So, so. Hey, Kumpel. Komm, sag was. Ich will eine Nahaufnahme. Na gut, dann so. Was ist denn mit Ihnen los? Voll erwischt. So. Kann man das Foto jetzt irgendwie verwerten? Bild 1. Ach, er hat sogar direkt ein Video gemacht, oder was? Echt? Oder das Spiel geht zu der Szene. Ein Video scheint es nicht zu sein. Na gut. Entfernen. Oh Mensch, wir hätten mal mit einem Foto nach ihm suchen können. Verdammt. Klappt das? Name, Telefon? Nee, schade. Okay, na dann ist egal. Ja gut, wir haben unsere Befehle vom Chef. Ach, wir müssen ihm noch unseren Fall geben, ne? Ach, ich habe noch gar nicht gefragt. Wer kennt denn das Spiel überhaupt? Beziehungsweise hat es tatsächlich selber vielleicht sogar gespielt. Und zum Fall. Schön. Toll. Danke, Sie Glückspilz. Tja. Sorry, Dude.
So, was ist denn hier eigentlich alles Schönes drin? Fotos. Okay, Bilder, zuletzt gesehen und so ein Scheiß. Beschreibung von Mulder. Ah ja. Die auch. Einen schönen guten Abend. Ja, das ist jetzt auch die Place 1 Version. Die musst du bestimmt noch ein paar Mal ins Bild halten. Die originale PC-Version. Mit so lustigen kleinen Aktenreitern hier und so. Habe ich zwar da, aber quasi unmöglich, irgendwie das Ding vernünftig zum Laufen zu bringen. Ja, daher Blazer-Version. Klar, Controller-Steuerung statt Maus. Aber wie gesagt, durch diese Shortcuts, dass man so über die Punkte im Bild springen kann, machbar. Und ein, zwei Sachen haben sie gekürzt. Mal gucken, was denn da jetzt so tatsächlich fehlt. Vielleicht erinnere ich mich auch gar nicht an alles. Dann fällt es mir nicht auf. Ah, da das Foto. Setting, Phantasmagoria 2. Boah, das habe ich ewig nicht gespielt und auch nur so ein bisschen den Anfang. Aber ja klar, man eiert irgendwo in den Büros rum, ne? Ja. Ah, okay. Kennst du auch nicht? Nice. Das ist immer ganz cool, irgendwas zu sehen, was man so noch gar nicht kennt. Okay, ein paar Infos zu Mulder. Ja, Phantasmagoria 2. Teil 1 haben wir gespielt, ne? Teil 2 müssen wir noch ein oder zwei Jahre warten, bis es vom Index runter ist. Oder wir spielen die englische, aber nee. Bei solchen Spielen braucht man schon die leicht trashige deutsche Tonfassung. okay, Absolvent der Universität Oxford, Psychologie, doch Psychologie, Absolvent der FBI Akademie Quantico, Virginia, William, Jo, Tina, Massachusetts, Geschwister, Schwester Samantha, Aufenthalt, Ort derzeit nicht bekannt. Mobiltelefon, haben wir. Die haben wir eben schon durchgelesen. Halt, stopp. Der war eben noch 1,85 groß in der Datenbank. Und sie war 1,60 groß in der Datenbank. Detektivarbeit. Okay, wow. Was für eine Fallakte. Es gibt ein letztes Bild mit dem Leihwagen. Und eine Beschreibung der Vermissten. Nicht, wo sie genau waren oder was sie gemacht haben. Top. Hey Katze. Geht ab. Ja, mach's dir gemütlich. Das ist ja auch nicht die Fall der Englische hier, uns nur so wenig Informationen zu geben. Oh, oh. Ich schlage vor, wir fangen mit dem Hotel, in dem Mulder und Scully abgestiegen sind, an. Ach, du, ich warte den Wagen auf sie. Was? Oh, okay. Ich dachte, ich darf jetzt ein bisschen alleine recherchieren hier. Wir nerven nochmal unseren Chef. Hi. Ah, okay. Nichts Neues. Tschüss. Nee, nicht schon wieder in diese Teeküche. Das leicht wabernde Hintergrundgeräusch die ganze Zeit. Im Zweifelsfall wird das aber sowas wie der Pausenscreen. Also ganz ohne Musik ist ja auch lahm, ne? So, er wartet im Wagen. Dann fahren wir mal. Ah, die Frage ist, fahren wir nach Everett? Oder fahren wir einfach stumpf in unser Motel, unser Apartment? Da ist das Inn, wo sie zuletzt waren. Wir könnten aber auch stumpf zum Polizeilabor. Boah, ich hole mir gleich in der Pause auch irgendwas. Aber zu meinem... Sollten wir zu viel rumeiern? Vermutlich sollten wir das nicht. Komm. Story. Hübsch da. Kann ich Ihnen helfen? Ja.
Ah, wir können zum Pausenscreen in unser Apartment. Ich glaube, da läuft Musik. Ja, was gibt's denn hier so? Ah, Sophie der Gorilla. Ist auch aus einer Folge aus der Staffel. Jo, ist von 98 rausgekommen, spielt 96, so während der dritten Staffel. Airfield Idaho. Ja, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge, aber das ist aus einer Folge aus dieser Staffel. Okay, there's a world of wild and... What? Woolly? Excitement awaiting the whole family right here at the Fairfield Zoo. Spent the entire day with us exploring the... Wo bin ich denn da? Nature trails that guide you to the wonders of the animal kingdom. Hey, this was the home of Sophie the Gorilla. Okay. Could actually communicate with the human keepers. Stimmt, da war was. Visit the reptile gardens where you can see free roaming lizards and snakes right underfoot. Okay, man soll also drauf treten. Echt cool. The forest, what? Primeval featuring the tall pine wood that have made... Idaho is famous as her potatoes. Woods filled with the sights and sounds of the forest, with owls, chipmunks... Oh, Alvin. Porcupines and skunks. Porcupines sind ja wohl richtig geil. Dafür Schweine sind top. It's a world of wonder in an... April? April? Keine Ahnung. Wow. Okay. Winter hours, 9 am to dusk daily. Okay. Im Sommer ab 8. Reise anrufen. Müssen wir uns das aufschreiben? Wollen wir die mal anrufen? Weiß nicht, ob das eine Nummer ist, die er sich notiert. 208 55 0 106. Das ist der Zoo. Okay. Ja, nice. Kugelschreiber klauen. Nee? Okay. Kann ich Ihnen wirklich nicht helfen, Gentlemen? Bitte lassen Sie das. Wissen Sie, wie viele Leute das machen, obwohl ich hier sitze? Nein. Sie sind jedenfalls nicht der Erste. Ach was, ist das so? Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Na gut. Ich suche was anderes, womit ich dich nerven kann. Ein blauer und ein weißer und ein gelber und ein orangener. Orangener gibt's nicht. Orangefarben. Kind oder Zeitung. Okay, jetzt können wir hier spooky Kinder belästigen. Nee. Typ! Mein Gott! Oh, irgendwas war mit dieser Szene. Es ist Standbild, aber ich glaube, wenn wir rausgehen. Wenn. Ja. Achtet mal auf das Auto denn. ja. Da hat irgendjemand nicht aufgepasst. Die spielt einfach so einen kurzen Clip immer vorwärts und rückwärts. Die wollten halt, dass das hier kein Standbild ist und sich die Bäume bewegen, aber die haben wahrscheinlich völlig verpeilt, dass im Hintergrund was rumfährt. Ich meine, das kann ja keine Absicht sein. Naja. Okay, unser Auto, da geht's rein. Achso, das war's, ja. Ja, können wir noch nicht machen, okay. Erzähl mal. Warum haben Sie in Everett gewohnt und nicht in Seattle? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben Sie ja an den Kosten für das Motel sparen wollen. Ja, genau. So viele unnötige Fahrten und sonstige Flüge und sonstige Geschichten, wie die in der Serie immer machen. Und dafür auch immer angekackt werden.
Sie haben noch keine Feinde, oder? Nö. Holt uns Gully nicht. Warum haben Sie nicht unser Büro benachrichtigt, bevor Sie mit Ihren Ermittlungen anfingen? Das ist eine der Fragen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Ja, macht Sinn, ne? Wenn man irgendwo anders in so ein Gebiet kommt, wo jemand, wo wer anders das Sagen hat, dann muss man sich, glaube ich, immer, ne, FBI-mäßig in irgendwelche Büros anmelden. Machen Sie in der Serie, glaube ich, auch. UFO? Was? Wo? An früher, ja, auf jeden Fall. Also ich habe es tatsächlich, glaube ich, selber alleine gespielt. Aber mit meinem Vater, der ja auch damals noch gelebt hat. Bei mir das gleiche, glaube ich. So Sachen wie, was wir jetzt zuletzt gespielt haben, Suikoden. Das haben wir uns so, ne, jedes zweite Wochenende in der Videothek ausgeliehen und haben es dann zusammen gezockt. Oder mein erstes Mal Baphomets Fluch war, glaube ich, auch auf der Placer 1. Das haben wir uns auch ausgeliehen, solche Sachen. Ziemlich cool. Deswegen, also viele von den Spielen haben ganz harten Nostalgiefaktor. Also man weiß gar nicht so viel über, ne, das Spiel. Wahrscheinlich hat man es auch nur so die ersten paar Stunden gespielt und muss es dann zurückbringen. Natürlich zurückspulen. Ja, aber das brennt sich ein. Das ist schon cool. Keine Feinde, ja. Sie hatten doch wohl keine Feinde, oder? Jeder Mensch hat Feinde, Agent Wilmore. Ja? Katze, verschweigst du mir was? Ich hoffe, in Ihren Zimmern erwartet uns keine Überraschung. Sie haben mich schon früher überrascht, aber ich weiß, was Sie meinen. Okay, ja. Wollen wir doch Kinder belästigen? Oh, ich hatte selber auch gar keine PS1. Ich hatte nur in Anführungsstrichen Super Nintendo. Auch als das Ding noch relativ aktuell war, glaube ich. Ja, alt oder so. Aber dann, als es dann zu Besuchen zu meinem Vater ging, als er nicht mehr zu Hause war, hatte der und seine Lebensgefährtin damals, glaube ich, die hatten auf jeden Fall eine Blazer 1. Wir hatten damals dann die Sachen aus der Videothek ausgeliehen und so. Oder halt bei Freunden, ne? Also ganz viele Spiele sind auch mehr so Outsourcing-Erinnerungen, ne? Das hat man irgendwo anders her gehabt. Aber es gibt dann immer so Szenen, die man noch weiß. Ist schon cool. Möchtest du einen Kaugummi? Ja, Mensch. Netter Dude. Ui, ein Orangener. Danke, ich hatte einfach kein Kleingeld. Arme Schlucker. Oh, ich sag mal bestimmt auch nicht Beilagen. SNES war cool. Dann, ne, gab's immer einen Kumpel, der hatte eine andere Konsole und so. N64 habe ich auch übersprungen. Ich habe mir irgendwann als eigene Konsole irgendwann mal eine gebrauchte PlayStation 2 geholt. Alles dazwischen habe ich ausgelassen und bei Freunden gespielt. Kumpel hatte hier Mega Drive, ne? Bei dem gab's dann Sonic, bei mir gab's Mario, so. Ganz cool. Das hat alles nichts mit dem Fall zu tun. Ihre kleine Tochter ist wunderschön. Du bist gruselig. Danke. Sie ist 3. Ja. Und sie ist dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Vermutlich kommentiert man sowas dann irgendwann, ne? Mit Kindern. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Baby? Ja, Mensch, schade, dass wir hier keine Szene mit vernünftiger Hintergrundmusik oder irgendwas haben. Für ein Päuschen, mal Katzen füttern und so. Speichern nochmal auf diese und jene Art. Zack, Memory Card. Ach, guck mal, da sind noch unsere Suikoden-Spielstände. Nice, Level 60. Wählen Sie einen Block, ich versuch's. Wo springt der denn hier rum? Hallo? Wow, kann ich den da nehmen? Nein. Es funktioniert nicht so richtig gut. Oh oh.
Alles kaputt gemacht? Oh, Heri ist überschritten. Wow. Irgendwas hängt hier hart. Also mit den. Ich glaube, wir haben gerade den Silicon-Spielstand überschrieben. Wir speichern wohl in dieser Version immer schön im Emulator. Das ist ja. Ja, voll geil. Schön extern nur zum Daddeln irgendwo hin. Auch so für einen Tag den ganzen Rechner abgebaut. Die 17 Zoll Röhre in den Originalkarton. Auf dem Gepäckträger balancierend quer durch die Stadt. Sau gut. Also wir können diese schöne Szene als Pausenbildschirm nehmen. Sau dämlich, aber könnte funktionieren. Oder aber. Ich guck mal, ob wir ins Apartment kommen, weil ich glaube, da läuft wenigstens Musik. Ging Skinner dann auch bei uns zu Hause rum? Oh, ist da noch? PC Manager. Oh. Okay, wir können uns echt nur einmal im Kreis drehen hier, also gegenüberliegende und unsere Wohnung. Zack, Tür zu, Skinner bleibt draußen. Ich dachte, hier läuft Musik, hallo? In den Trivias hieß es, hier läuft Musik. Hab so das Gefühl, dass der Emulator nicht mit allem klarkommt, was diese Playse-Version so macht. Ich weiß nicht, ob tatsächlich so wenig Musik war. Dann können wir uns auch. Ja, wollen wir den ja als Pausenbild nehmen? Oder machen wir draußen dieses Auto, was immer vor und zurück skippt? Oder wir gucken die ganze Zeit Skinner an. Oder die beiden hier. Ihr dürft wählen. Kaugummiautomat. Rezeption. Skinner. Oder da draußen das Auto. Ihr müsst es euch angucken. Ich suche hier schon mal den hier raus. Päuschen. Ach, guck mal, wie hübsch die Farbe habe ich auch eingestellt. Mensch, an alles gedacht hier. Der Automat? Okay. Das ist am meisten Bewegung im Bild, ne? Die mit der Zeitung, sie hier. Wir speichern mal. Was denn? Kommentierst du das nicht? Sowas. Nein, wir fotografieren keine fremden Kinder. Echt nicht. Das ist auch fragwürdig. Damit können wir nichts machen. Das ist schon mal gut. Ich hab gespeichert, ne? Wollen wir ein Kind festnehmen? Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Ja, na gut. Was tun Sie da? Oh, nichts. Was tun Sie denn da? Nichts. Lasst mich. Okay. Päuschen an der Stelle. Und, ja. Dann geht's hier gleich weiter mit echter Detektivarbeit. Todernst und so. Bis gleich. So. Weiter geht's. Häuschen weg. Und so, Controller wieder her. So,
Du hast mich zwar mit deinen Crackern oder Chips und Dip irgendwo hungrig oder neidisch oder irgendwas gemacht. Ich wollte dich aber das Chips knuspern da irgendwie ersparen. Deswegen müsst ihr jetzt einmal ertragen, wie ich ein Duplo auspacke und esse. Und da muss aber gut sein. Ich glaube, Chips sind zu laut. So. So, mit dir haben wir gequatscht, ne? Jo. Dann diese Dame. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Boah, ist aber egal. Ja, okay. Lassen wir das. Wir suchen nach Informationen über zwei FBI-Agenten, die hier eingecheckt haben. Können Sie sich mir gegenüber ausweisen? Da. Was ist denn mit Ihnen los? Ihr Gesichtsausdruck. Was ist denn mit Ihnen los? Hammer. Da frage ich mich auch, was mit ihm los ist. Wir suchen nach Informationen über zwei FBI-Agenten, die hier eingecheckt haben. Aber... Mhm. Und die Namen der beiden waren? Agent Mulder und Scully. Oh ja, sie bezahlten eine Woche im Voraus. Zimmer 3 und 4. Okay. Ich würde behaupten, die haben gar nicht bezahlt. Weil das wird ja irgendwie alles bei FBI abgerechnet, oder? Klar. Wer macht denn hier die Detektivarbeit? Wir oder Sie? Haben Sie das Fabrikat und das Kennzeichen Ihres Mietwagens auch notiert? Haben Sie Marke und Kennzeichen Ihres Mietwagens? Sicher, die steht auf dem Formular, wenn das die wirkliche Nummer ist. Könnten Sie mir das bitte aufschreiben? Warte, was? Ach so, die melden sich da tatsächlich mit dem Fahrzeug an, was Sie auf dem Hof parken? Alter! Ich hätte jetzt gedacht, dass da Ihre Telefonnummer steht. Fort Taurus. 621517. Okay. Ja, ich glaube, die haben fast allen diesen Satz in den Mund gelegt. Ja. siehst du, wir wollten noch im Zoo anrufen. Zimmer zeigen. Nee, noch nicht. Ist Ihnen was Ungewöhnliches an den beiden aufgefallen? Er war schon irgendwie komisch, aber sonst nein. Ist doch nicht komisch. Es ist Spooky Mulder. Geschah irgendwas Ungewöhnliches, während Sie hier waren? Nein, da fällt mir nichts ein. Na dann, würden Sie uns Ihre Zimmer mal zeigen? Gern, folgen Sie mir. So, hier, das ist sein Zimmer und ihr ist gleich nebenan. Danke. Ich hoffe, dass wir hier nirgendwo Leichen finden. Ich habe nächste Woche nämlich Klausuren. Wie Sie sehen, gibt es hier eine Verbindungstür. Haben Sie sie gebeten, die Türen aufzuschließen? Sahen die etwa unverschlossen aus? Nein, das haben sie nicht. Danke. Okay. Wir werden Bescheid sagen, wenn wir noch etwas brauchen. Sie wissen, wo Sie mich finden können. Jo. Dann los mit Detektivarbeit hier. Fangen Sie mit Mulders Zimmer an, ich übernehme Scullys. Okay. So. Bei Detektivarbeit würde ich sagen, nutzen wir mal so ein bisschen den Cursor hier. Ohne diese ganzen Abkürzungen. Diese Shortcuts. Also sonst fühlt es sich irgendwie nicht mehr wie Detektivarbeit an. Sagen, das machen wir dann, um zu gucken, ob wir wirklich alles in der Szene abgegrast haben. Aber erstmal so ein bisschen umgucken. Ja, die haben erstmal ihre Fallakten liegen lassen. Das ist aber nicht die Fallnummer. SE, was ist das da? Ist das eine 1? 1, 5, 4, 2, 4? Wir haben nämlich... wieder zurück. So, jetzt haben wir es nicht mehr, hä? Ach, wir haben alles hier eingeheftet.
Hier, der Reiseantrag ist für den Fall 28868B. Völlig andere Nummer. Mensch. Na gut. Okay, X-Akte, ne? X272. 29.03.96. Sonst steht da nicht viel drin. Majestic Cover Op. Cover Op. Warehouse. Dock Railroad Connect. Okay. Ein Hinweis für uns. Okay. Mehr ist in diesem Koffer nicht drin. Ja, gut. The Magic Bullet. Ich glaube, das war auch wieder irgendein Trivia. Ach du Scheiße. So viel Text. Oiwei. Okay. Es sind nur zwei Seiten, aber trotzdem. Naja. Das sind auch wieder. Ach ja, guck mal, Mufon. Mufon ist ja hier diese UFO-Vereinigung, die kommt auch in der Serie vor. Und Alfs, ach schön. Alien Life Form oder so. ALF, außerirdische Lebensform, so wird es bei uns in der Serie Alf übersetzt. Irgendwie sowas in der Richtung Alien Life, bla. Alfs, außerirdische Lebensform. Okay, ist tatsächlich, glaube ich, nicht für den Fall wichtig, dass es wieder so nice to know. Ich würde sagen, solche Dinger, gerade wenn die so lang sind, guckt euch das VOD an, stoppt da, lest es euch durch, weil das ist echt teilweise ganz schön viel Text. Ausgerechnet alles auf Englisch und in der Scheißqualität zu lesen. Wenn es was ist, was den Fall angeht und ein bisschen kürzer ist, lese ich es natürlich vor. Aber das hier... bisschen überfliegen, ob was dabei ist, was uns bekannt vorkommt oder so. Klar, Area 51 und ganz viel mit Aliens, aber das ist halt diese Zeitschrift hier. We are not alone. Diese Seite. Wow. Ach, da geht's hier oben noch weiter. Okay, das gehört zu dem von eben. Das ist ja eine furchtbare Qualität. Wow. Wow. Dann... wer ist das hier? Warum gibt es das Foto nicht in groß? Was ist das? Wie gesagt, ich scroll hier durch, zieht's euch nachher rein. Ist halt heftig viel. So, Cord in the Net. Ja, Move on Net. Mondlandungsstuff. Okay, cool. Alf war auch eine schöne Serie. Ich will eigentlich zurück da. Was gibt's noch? Es gibt eine Kaffeemaschine, es gibt einen Spiegel. Und offensichtlich war Mulder hier. Gibt's auch in einigen Folgen, ist vor so viel von diesen Sonnenblumenkernen knuspert. Das war, meine ich, auch ein Trivia aus irgendeiner Folge. Das ist Wodka, O-Saft, irgendwas, irgendein Cocktail aus irgendeiner Folge. Wir untersuchen nicht das Klo. Da geht's zum Klo. Haben wir eine andere Ansicht? Ich glaube, dann haben wir uns hier... von wegen alles angeguckt hier, ne? Da unten. Ach ja, mit einer Maus wäre man halt mal eben schnell so rübergewischt. So ist das hier ganz, ganz hilfreich. Laut. Und
Das ist tatsächlich eine Szene, die auch auf einem Fernseher bei Mulder läuft. Das guckt er in irgendeiner Folge, wo sie auch in einem Motelzimmer sind. Was gibt's? Ich kann dir nichts Ungewöhnliches entdecken. Ist das so? Ich weiß nur nicht, ob das was Gutes bedeutet. Lass mich nur mal gucken. Ein Bett. Telefon. Ah, okay, das ist dann wieder drüben unser Zimmer. Unser Zimmer, ha, das von Mulder. Ach, aus der Richtung kann man sich noch mehr Scheiß angucken. Ja, nett. Ah, ja, das ist auch aus einer Folge. Das Buch. Also, wer hier ein bisschen was über Aliens lesen möchte, scroll hier durch. Weiß nicht mehr aus welcher Folge und so, aber das ist auf jeden Fall auch wieder aus der Serie. Haben wir jetzt dabei. Kann man das nochmal aus der Perspektive sehen? Es gibt ja mehrere geradeaus. So, ich will noch nicht raus. Aha, aus der Perspektive gibt es nicht wieder was Neues zu sehen. Wie gesagt, mit der Navigation ist hier ein bisschen tricky an manchen Stellen. Kann man doch ins Bad? Nö. Ah! Sorry. War aber eine andere Szene, ne? So, da ist nur die Tür. Everett Diner, Gourmet-Pizza, Salmon Burgers, Fresh Fruit Shakes, Curly Fries, nehme ich alles. Oh, die liefern. Guck mal. Wollen wir uns da nochmal die Telefonnummer aufschreiben? Die uns auch was liefern. 60555 0177. 555, das kommt auch in sämtlichen Serien vor. Das gab es auch zum Beispiel in der Folge Alf. Die Telefonnummer von den Tenners bei Alf, es hat auch eine 555. Bei Al Bundy und Co. 12555. Das ist halt einfach nur. Ich glaube, die Vorwahl stimmt. Und die 555, ich weiß nicht mehr, wo die genau herkommt, aber die ist halt eingebaut, um halt Fake-Telefonnummern zu machen. Es gibt ja oft genug so Fälle, wo einfach tatsächlich Telefonnummern an irgendwelchen Pinnwänden standen. Und dann, war das nicht sogar bei Duke Nukem Forever, wo ich das gerade bei mir im Regal sehe? Wo dann tatsächlich Leute natürlich versucht haben anzurufen, oh, gibt's die Nummer? Und dann war die an irgendwen vergeben und der wurde dann die ganze Zeit vollgespammt. Ich glaube, damit solche Sachen und so weiter nicht passieren. 555 sind immer irgendwelche Fake-Nummern aus Film und Fernsehen. Okay, aber mehr gibt's hier nicht, ne? Ja, echt überall. 555. Wenn es mal nicht vorkommt, dann haben sie irgendwas versaut. Gleich probieren, das anzurufen. Na gut, vielleicht für uns nicht so wichtig, aber vermutlich hat es wahrscheinlich eh schon irgendein Ami probiert dann. So, was seltsam ist. Ich meine, dass man hier Scullys Laptop findet. Aber vielleicht ist das so erst später im Spiel. Nee, da geht's raus. Da ist er. Aha, da ist er. Was läuft denn eigentlich bei Scully? Oh, und was liegt hier? Natürlich die Bibel. Und aufgeschlagen ist... Wow, das andere waren alles Fotos von Zeitungen. Oha, King of Queens, das ist lange her. Boah, da habe ich auch immer nur etappenweise mal was gesehen. Weiß ich gerade gar nicht. To which our 12 tribes hope to bla. Ich habe keine Ahnung, wo das gerade in der Bibel ist und warum das wichtig ist. Jesus von Nazareth, yo. Saints in prison.
Chief Priest. Punished. Synagogen. Blasphemie. Okay, boah. Lord said, I'm Jesus, whom are you persecuting? Das ist ganz schön viel. Und ich habe echt keinen Plan. Also ich bin kein Bibelkundiger, was hier wo steht und was heißt. Und dann noch auf Englisch, keine Ahnung. Möglicherweise wichtig. Wenn ja, macht sich unser Herr Agent bestimmt Notizen. Habe ich jetzt ein paar Mal durchgeblättert oder ist das echt zu viel? 27,7, 27,9, 10. Alter. Gibt's für die Nase eine kurze Erklärung? Ist das auch? Bezieht sich das auf die ganzen Telefonnummern und so weiter? Boah. Junge, Junge. So viel Stuff. Was läuft denn bei Scully? Das gleiche. Laut. Laptop. Zack. Eingesackt. Oh, noch was? Wie lange kennen Sie sie schon? Seit 4 Jahren. Agent Mulder kenne ich schon länger. Das müssen inzwischen über 6 Jahre sein. 4 und 6 Jahre. Das spielt 96? Nee, das haut nicht hin. Glaube, das fängt 93, ne? Immer ein Jahr. Das ist die dritte Staffel. Ich glaube, 93 fängt die Serie an. Wenn ich mich nicht jetzt völlig irre. Würde aber passen mit dem Veröffentlichungszeitpunkt, ne? 98, als der Kinofilm rauskam. Es wäre hilfreich zu wissen, an welchem Fall Sie gearbeitet haben. Ja, das wäre wirklich hilfreich. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie für die beiden nicht die Vergangenheitsform benutzen würden. Stimmt. Nicht cool. was macht das Telefon da oben? Ah, Telefon. Sollen wir Ihre Telefonate checken? Gute Idee, die Rezeptionistin wird eine Aufstellung haben. Okay, cool. Ich bin ein guter Ermittler. Ja, sonst so. Was ist denn mit diesem Laptop? Computer sagt nein. Das ist wohl ein Fall für unseren Kontakt bei der Computerkriminalität oder im Polizeilabor. Und apropos Kontakt, wollten doch ein paar Nummern anrufen. Das ist der aus dem Labor. Kollege, Computerkriminalität. Chef, Frau. Ah, guck mal, mehr gibt's nicht. Dann nehme ich folgendes. Clear. 208555 0 160. Ce numéro a été déconnecté, on n'est plus en service. Beep. Ce numéro a été déconnecté, on n'est plus en service. Okay. 360555 Ce numéro a été déconnecté, on n'est plus en service. Was auch immer. Kein Service. Arthur, ein Handy, im Original. 555, ne? Okay. Hm.
kann man sich bestimmt mal die Clips zu auf jeweils auf Deutsch und Englisch reinziehen. Vielleicht erschließt sich dann, wie sie das, warum sie wieder darauf gekommen sind. Oder irgendeine Trivia-Folge oder eine Trivia-Seite oder so. Haben wir noch was Nützliches dabei? Können wir hier irgendwo Fingerabdrücke nehmen? Ja, bei den Sachen? Nee. Nö. Nö. Okay. Dann. Telefonate. Und was jetzt? Naja, also allen voran erstmal. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Ja, na und? Oh, wir sind weg. Er steht nicht mehr gruselig hinter uns. Auch gut. Dann rück raus mit der Sprache. Erfassen Sie die Nummern, die angerufen worden sind? Ja, sicher, für die Abrechnung. Könnte ich vielleicht eine Kopie haben? Na toll. Geben Sie mir einen Augenblick Zeit. Alter. Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie mich aufhalten. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht bei der Arbeit stören. Sehr witzig. Und ob ich das wollte? Oh ja, stimmt. Ne? Die muss ja auch wissen, dass wir berechtigt sind, diesen Auszug hier zu erhalten. Mulder Fox, Anreise, da, offen, zwei Zimmer, $44. Die haben für eine Woche im Voraus gebucht. $44? Das ist ja wohl hoffentlich der Preis für diese zwei Zimmer für einen Tag. Günstig. Lokale Telefonnummern, 3 Buchstaben, gefolgt von 4 weiteren. Ja, also das erste ist irgendwie der Staat, ne? Die Bundesstaat oder wie auch immer, die ersten 3. Und für 555, ja, gibt's da nicht, ne? Funktional. Okay. Also sie brauchten eine Fake-Nummer und haben dann was genommen, was eh mehr oder weniger sinnfrei ist, ja? Okay, da okay. Ach so, das ist sondern wie. Wenn die Telefonnummer ein Wort ergibt, ne? So. Keine Ahnung. Wenn auf denselben Tasten irgendwie Buchstaben für Polizei liegen, ne? Damit du besser im Kopf behältst oder so. Miete für Zimmer. $4. Steuern für Zimmer. Ja, die Amis machen ja mal alles einzeln, ne? Also klar, wird auch nochmal aufgelistet, aber das ist ja auch oft so. Entweder zahlst du deine Steuern oder nicht, ne? Vorkasse. Ah, guck mal hier, $600 noch. Okay, dann ist es pro Tag. Alles gut. Telefonbenutzung. So, da haben wir es. 8 Minuten für $2.12. 2 Minuten für 94 Cent. Ach nee, ach Quatsch. Für 94 Cent die Minute. $1.88 und das andere $16.96. Bezahlt alles das FBI. 2 Nummern, ja? Mehr nicht? Und zwar um 8 Uhr noch was und um 9 Uhr noch was und beides aus dem Mulders Zimmer. Datum steht nicht dabei, ne? Aber wir sind ja auch gleich nach dem ersten Tag verschwunden, ne? Okay, 202-0149. Ich schreib's mir einfach gleich auf. So, dann gucken wir mal, ob er das auch im Telefon stehen hat. 202-5-0149-206. Anderer Bundesstaat. 555-0182. Okidoki. Das probieren wir aus. Welchen Hochschulabschluss haben Sie? Hat sie nicht gesagt, sie lernt noch, studiert oder irgendwie sowas? Was studieren Sie? Ich bin Jurastudentin. Gut, der Text passt nicht zum gesprochenen Wort, aber das gesprochene Wort passt besser, weil sie hat halt noch keinen Abschluss. Fällt Ihnen irgendwas ein, das uns helfen könnte? Nein, es tut mir leid. Die checkten ein und verschwanden gleich wieder und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Okay. Schade. Aber okay. Kannst du machen, nix. Musste sehen zu.
Handy. Mobiltelefon. Menü. Guck. Nur Nummern, wo er wirklich weiß, wo sie dazugehören. Also selber anrufen. Immer gut, Stift und Zettel dabei zu haben, ja, ne? Bei älteren Spielen. 0182. Ce numéro a été déconnecté ou n'est plus en service. Irgendwie haben wir ja kein Netz, kann das sein? 206. 555. Ach, nee, ich habe die Nummern gemischt. Mist. Nochmal. 206. 555. Jetzt aber 0182. Ja. Kann ich ja nebenher andere Dinge tun, ja. Ja. Okay, ich lassen wir das. Okay, jetzt nochmal die andere hier. 202 055, ist klar. Null 149. Ja, gut. Dann nicht. Gehen wir mal durch. Warte. Sind Sie etwa ein Kind? Ich sagte doch, Sie sollen das lassen. Weiß ich. Skinny Boy. Oh. Da ist er wieder. Der beobachtet uns doch und versucht unverdächtig auszusehen hier. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Ene, da. Nein. Da. Ja gut, mit ihm können wir auch nicht quatschen. Yay. Haben wir vielleicht eine Mail? Oder so. Nö. Ah, hier. Ach, Mensch. Wir haben noch nicht einmal in seine Notizen geguckt. Das können und sollten wir mal tun. Nein. Das. Nein. Ja. Oha. Text. Schauplatz, kommt hier in. Befragung des Empfangschefs wegen. Des Empfangschefs? Ja. Wegen zwei FBI-Agenten. Weiß nichts Ungewöhnliches über die Agenten. Haben sich eingemietet, haben das Hotel abends verlassen. Suchen ihr Zimmer. Zimmer von Agent Mulder. Sonnenblumenkerne, Taschenbuch, Ausgabe der Zeitung Magic Bullet. Aktentasche. Mulder hat etwas getrunken. Anmerkung: Durchgangstür zwischen den Zimmern abgeschlossen, von Empfangschef geöffnet. Mit Empfangschef von Zimmern ausgehende Telefongespräche überprüft, 2 getätigt. 206-555-102, habe ich mir richtig aufgeschrieben? Ja. Gehört da echt eine 1 vor? 1202-555-01? Das probiere ich. Ort Taurus. Ach, hier, und die Nummer vom Auto. Taurus 6215117. Das ist was für unseren Schreibtischjob. Dann muss ich nochmal telefonieren. Oder mir das Ding nochmal angucken, ob das stimmt. Nö, da steht keine 1 davor. Okay, egal.
Hallo? Wer ist da? Craig Wilmore, FBI. Wer sind Sie? Ich hatte Sie zuerst gefragt. Hören Sie, vergessen Sie bitte nicht, ich arbeite fürs FBI. Na klar, okay. Wieso sind Sie nicht gleich damit rausgerückt? Ey, ja, top. Die 1 steht da nicht, oder? Bin ich blind? Da steht keine 1. War gut, dass wir in sein PDA geguckt haben, ne? Okay, wir können nicht darüber sprechen, dass wir nichts rausgefunden haben. Laptop, Buch, hier. Was ist mit dem Laptop? Nein, ich wollte den Skinner zeigen. Ah, na gut. Dann... das Auto. Hier kann man nur dahin. Dann fahren wir. Wo fahren wir zuerst hin? Apartment bringt uns, glaube ich, rein gar nichts. Guck mal nach dem Kennzeichen und guck mal, ob wir die Telefonnummern auch irgendwie googeln können. Ich werde meine Notizen jetzt nochmal durchgehen. Auch rein. Da sitzt er. Ja. Unsere Ermittlung ist noch nicht abgeschlossen, Agent Wilmore. Ja, deswegen wollte ich mit dir sprechen, aber hey, okay, ja. Dann nicht. Hup. 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 Oh ja, Kumpel, was ist los? Oh, kein Kumpel. Oh, jetzt können wir seine Sachen angucken. Ist das? Electric Tube? Sind es einfach nur Birnen? Ja, er hat auch eine Big Blue Tasse. Klebt ihr den Tesafilm auch auf der Nase hier? Nee? Big Blue. Ach, hier, so eine Röhre ist das, ne? Oh, das ist auch so 90er, ne? Irgendwelche Insekten in Zeug eingegossen. Und in Lutschern. Gab's an der Tankstelle. Skorpionenspinne und Co. in irgendeinem. Naja, in der Zuckermasse. Wer es nicht glaubt, Google. Insekten, Lutscher, 90er oder so. Keine Ahnung. Wird es bestimmt was geben. Man kann sich hier diese Kopfhörer angucken. Das ist toll. Aha. Also der steht auf Elektronikkram. Vielleicht ist es auch irgendwie Überwachungstechnik oder so. Okay, der war in Arizona. Ist hier noch was Schönes? Dann. Warum legt er den so demonstrativ dahin? Können wir den wieder mitnehmen oder ist der jetzt weg? Wir haben doch so ein Asservaten-Schränkchen da hinten. Da hätte ich das Ding ja eher abgelegt. Wir haben natürlich nicht gespeichert, um das vorher zu machen, ne? Wir speichern jetzt nochmal. Keine neue Mail. Kein Foto. Aber Datenbank. So, Name. Was haben wir denn so? Ja, also unsere Leute müssen wir nicht googeln. Telefonnummern. Die haben wir angerufen. 0182. Lagerhaus an den Docks. Gucken wir an. 62 Bell Seattle. Weiterleiten. Was auch immer das Weiterleiten macht. Ja gut, dann brauchen wir da nicht suchen. Ne?
Aber wir haben ja noch mehr Nummern. Diese, wo Frohicke dran gegangen ist. Okay, das erklärt alles. Nabend. Das erklärt natürlich einiges. Staatsbürger. Nee, warte. Doch, Frohicke, ne? Der Kleine mit den Handschuhen ist Frohicke, ne? Frohicke, Langley, Myers. Myers ist der im Anzug. Langley ist hier der Nerd. Also es sind alles Nerds, aber hier der bisschen struppig aussehende. Keine Daten. Er findet da sowieso keine Daten, weil da gehört eine 1 vor diese Telefonnummer. Wie wir eben gemerkt haben. Gibt's nicht. Nö. Na gut. Was haben wir noch? Nur die beiden. Okay. Irgendwas zum Senden? Nö. Dann haben wir jetzt eine Adresse an den Docks. Nice. Aber was ist denn jetzt mit diesem Laptop? Den hätte ich ja gerne im Labor abgegeben. Die hier vielleicht. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung Computerverbrechen erreicht. Da wir im Moment dabei sind, unser Telefonsystem zu verbessern, können wir leider Ihren Anruf nicht beantworten. Es tut uns leid, dass wir Ihnen diesen Unbequemlichkeit verursachen. Bitte versuchen Sie morgen wieder. Das sind doch 1A Amis, die da die deutschen Texte eingesprochen haben. Witzig. Ja, sie verbessern ihr Telefonsystem, deswegen können wir sie nicht anrufen. Ja. Chef. Wollen wir unsere Frau anrufen? Hallo, hier spricht Barbara. Ich habe diesen Apparat gerade erst gekauft und weiß nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Wenn Ihre Telefonnummer registriert ist, kann ich Sie mit Hilfe der Anrufspeicherung zurückrufen. Anderenfalls müssen Sie es leider ein anderes Mal nochmals versuchen. Danke. Was für eine Hammertechnik, die da benutzen. Die hatten noch eine Spin-off-Serie. Ein halbes Jahr vor 9/11 vorgesagt wurde. Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass sie eine Spin-off-Serie haben. Die war auch gar nicht so scheiße, meine ich. Also ist gar nicht so schlecht angekommen. Mal gucken, ob man die irgendwo kriegt. Ich glaube, die hatten sogar 2 oder 3 Staffeln. Also so Kurzstaffeln, ne? 9 bis 13 Folgen, irgendwie so, sowas in der Richtung. Möchte ich mir auf jeden Fall auch nochmal geben. Weil ich mag die 3. Okay, das ist der aus dem Labor, ne? Sie sind mit dem CECOM Voice Maildienst verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können leider keine Voicemails für John Ames hinterlassen werden. Oh, bitte, was haben die alle mit ihrem scheiß Telefonsystem? Ja, vielleicht war es auch nur eine. Ich hab irgendwie im Kopf, dass es mehr sind, aber außer, dass ich mir schon seit Jahren, seit ich weiß, es gibt so eine Spin-off-Serie, vornehme, danach mal zu suchen, habe ich nichts weiter getan. Dabei ist es geblieben. Wie kriege ich denn jetzt diesen Laptop wieder? Warum stellt er den einfach irgendwo hin? Mann! Nimmt er den noch wieder mit? Wo liegt der denn jetzt? Hallo, Laptop? Was ist denn das hier? Oh, nice. War sogar synchronisiert. Ist ja noch besser. Also ich hätte den ja jetzt hier reingelegt, diesen Laptop. Warum legt er den irgendwo auf den Tisch? Ist doch kacke.
Den muss doch irgendwer für uns knacken. Chef? Agent Wilmore, der verlorene Sohn kehrt zurück. Was? Wieso? Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Da, hier. Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Na gut. Vollständig ist gut. Dieser blöde Laptop. Agent Wilmore, zwei sehr wertvolle Agenten werden vermisst. Ja, Mann. So langsam verliere ich meine Geduld. Ja, pff. Streng dich halt mehr an. Wir haben eine Adresse an den Docks rausgefunden. Sieht man, wo dieser Laptop liegt? Da. Ist er das da unten? Och, komm schon. Hier, da. Rechts. Okay, alles gut. Ja, damit. Ja. Der liegt jetzt da, oder was? Der liegt so bei uns im Büro rum. Ist vielleicht wichtig. So. 5er darauf, dass der verschwindet, ne? Und dass er hier mein Hauptverdächtiger ist. Er war irgendwie komisch. Na gut. Jo, hier, Adresse an den Docks. Hat er den jetzt zufällig in der Tasche, wenn wir da hingehen? Ich möchte diesen Laptop untersuchen lassen. King County Crime Lab. Wieder ganz viele, nee, doch nicht, ganz viele Zettel. 3. Na gut. Roswell Autopsy, is it real? Ja, vote hier. Geil. Kannst auf dem Zettel ein Kreuzchen machen. Würde ich ja tun. Roswell. Where's JFK's brain? Was? Okay. Ist zufällig Meepline im Lurk? Die haben doch gerade erst den Mörder gefunden. Glaube ich. Ups, die waren durch. Hier, wir können es einmal im Kreis drehen. Hat er auch eine Klingel? Ich möchte klingeln. Oh Mann. Dann wenigstens. Hey, Mr. Wilmore. Mist. Schön, Sie zu sehen. Hallo. Das letzte Mal ist ewig her. Hey, John, wie läuft's bei Ihnen? Ich langweile mich. Ich hoffe, Sie haben was richtig Aufregendes für mich. Ja, pass auf. Ich tue mein Bestes. Also, worum geht's denn? Folgendes. Hauptsächlich geht es darum, Ich möchte das nicht. Mann. Hauptsächlich geht es darum. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, nix. Hauptsächlich geht es darum. Was ist denn mit Ihnen los? Alles gut. Aber danke der Nachfrage. Warum sind eigentlich jetzt alle Items da unten durcheinander? Okay, irgendwie ist das Nachtsichtgerät verpackt. Was tun Sie da? Das ist kacke. Ich muss mal gucken, ob der Emulator da irgendwie noch andere Einstellungen hat. Was ist denn mit Ihnen los? Ich glaube, da läuft irgendwas mit den Layern. Falsch, die diese Filter darstellen sollen. Hier, kennst du die? Davon weiß ich bisher noch nichts. Ja, ist ja auch brandneu und eigentlich geheim. Ich zeig's dir trotzdem. Das ist nichts für dich. Und den Laptop hat er natürlich nicht dabei. Tolle Wurst. Dann so quatschen. Wie geht's Ihrer Frau? Ex-Frau, meinen Sie? Oh. Es geht ihr gut. Sie und die Kinder besuchen ihre Mom zu Ostern. Und Ihre? Meiner Frau? Nein, Ihren Ex-Kindern. Ja, natürlich Ihrer Frau. Gut, schätze ich.
Wir sprechen schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr miteinander. Ah ja. Warum auch? Schulden Sie mir nicht nur einen Dollar? Wofür? Für das Basketballspiel? Niemals. Ihr windiger Partner hat doch geschummelt. Cook? Der hat garantiert noch nie geschummelt. Den Dollar können Sie sich abschminken. Da würde das ganze Polizeilabor offiziell protestieren. Üff. Arbeiten Sie an etwas Gutem? Nein, hier ist überhaupt nichts los. Ich zähle darauf, dass Ihr FBI-Leute mein Leben interessanter gestaltet. Oh, das werden wir tun und es tut mir jetzt schon leid für ihn. Ja. Ich erinnere mich. Wir könnten sein Leiden verkürzen, indem wir... Nein? Okay. Ja, aber wenn man sich das anguckt in der Serie, also Scully wohnt wenigstens vernünftig, zieht dann irgendwann in den letzten Staffeln woanders hin, die wurde x-mal gestalkt in ihrer Erdgeschosswohnung da, mit den Riesenfenstern, aber Mulder ist ja in so einem typischen Ami-Apartment-Komplex da, sein Schlafzimmer steht voll mit Gerümpel, das wird ja erst so ein Schlafzimmer mit Wasserbett, in der Folge, wo diese Körpertauschnummer läuft. Und wo jemand anders sein Schlafzimmer herrichtet, ansonsten hat er ja keins. Er schläft auf der Couch neben diesen Fischen. Und samstags, sonntags oder so klingelt das Scully aus dem Bett, weil sie irgendwo hinfliegen sollen. Also ja, Privatleben ist nicht. Oh, sie haben geläutet. Der Peter von Noster. Einen schönen guten Abend und danke für den Team Rage. Ja, ich hab's ja, hab vorhin so ein bisschen bei euch reingeguckt. Ganz klein bisschen im Lurk. Sah auch ganz cool aus. War das so ein Indie-Dingen oder ist es tatsächlich was Älteres? Oh, und vielen lieben Dank für den Follow. Wo steht's? Oh, warte. Crossmarku is now following. Crossmarku, vielen Dank. 2006. Na gut. Geht schon fast als Retro durch, ne? 15 Jahre. Nice. Lief bei mir nicht. Ja, wo hab ich's denn hingetan? Da. Alles klar, besten Dank trotzdem. Immer wieder schön, das Ding zu zeigen, weil ich es echt schön gemacht finde. Wir sind lustigen kleinen Reitern. Für diese fucking 7 CDs. Ich hab's so halberlei unter VM Windows 95 zum Laufen gekriegt. QuickTime spinnt aber rum, Ton und Videos ruckeln oder gehen nicht oder knacken und auf Windows 10 mit irgendeiner QuickTime-Alternative auch furchtbar. Das hier ist jetzt auch PlayStation 1 Emulator. Ja, Steuerung natürlich, ne, ohne Maus ein bisschen was anderes, aber haben sie ganz gut gelöst. Man kann sich mit so Shortcuts so ein bisschen durchs Bild skippen von Hotspot zu Hotspot. Ist okay. Und die haben ein, zwei Sachen gekürzt. Da, wo man quasi selber sonst Tastatureingaben macht, das sind einfach Sachen, die man in der Vorauswahl hat. Aber ansonsten ist es, glaube ich, das gleiche Spiel, nur dass sie es auf 4 Discs ja, runtergepresst haben. Heißt, die Videosequenzen sind noch ein bisschen schlechter, als sie eh schon waren. Aber sonst geht's. Ey, heft nochmal aus, ja. So sieht's nämlich aus. Hat nämlich auch leider im Original auf der Playse keine Mausunterstützung, deswegen kriegt der Emulator auch nicht hin. Aber naja. Trotzdem ganz cool. Also ich mag's. Ewig nicht gespielt. E-Mail. Oh, nein, warte. Ich muss auch ins Fenster klicken. E-Mail. Hallo? Ja. Achso, Steuerung ging nicht. Okay, ne, ich habe hier ein. Kannst du hier eine Kamera halten, das Kabel ist zu kurz. Ja. Minecraft-Schweinchen Xbox-Controller. Der scheint zu funktionieren. EPSXE-Stimulator.
Privates Telefonat. Am Rechnungshof wurde festgestellt, dass Sie offenbar ein vom Büro bereitgestelltes Kommunikationsgerät für ein privates Telefonat benutzt haben. Der Betrag von 25 Cent wird automatisch von Ihrem nächsten Gehaltscheck abgezogen. Was? Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Lohnfändung ungerechtfertigt ist, sollten Sie sich unverzüglich mit dem Rechnungshof in Verbindung setzen, um Einspruch einzulegen. Danke. Mache ich. 25 Cent, also gibt's nicht. Ich meine, überleg mal, das ist 96. Damit konntest du noch ins Kino gehen und Popcorn kaufen damals. Nicht. Notizblock. Eine Szene, Aktex, Typ aus dem Bus, Schall von Psychomädchen, Stange, mitgeschleift. Ja. Möglich? Boah. Genau, 25 Cent, 50 Pfennig, ein Ostmark, genau. Man soll nicht mehr umrechnen. Das haben sie 2001 zum Euro schon gesagt. Mach das nicht. Oh. Pass mal Obacht. Warum sagt mir eigentlich keiner, dass ich euch hier gar nicht zeige, was ich gerade anklicke? Krimskramskästchen. Wo habe ich es hingetan? Wo habe ich es hingetan? Und was ist gerade runtergefallen? Ich habe noch irgendwo mein Euro-Starter-Set. Schade. Ich dachte, es wäre eine Krimskrams-Kiste. So, haben wir neue Notizen. Durchgangstor, das hatten wir. Ah ja. Empfangsschiff, genau. Ein Anruf nach DC. Nummer angerufen, männlich, kein Name genannt, aufgelegt. Ja, das war Frohicke. Ach, wir müssen noch nach dem Auto suchen. Ford Taurus 621517. Stimmt. Fast vergessen, aber nur fast. Ach ja, wir sind eh im Büro. Nicht im Büro, wir müssen dann hin. Sind dahin. Außenstelle. Oh, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Amtliches Kennzeichen. Der da. Und das müsste ein Leihwagen sein, Staatsbürger. Ford Taurus, Besitzer, Lariat Rental Inc. Das ist, glaube ich, auch die Firma, die in der Serie die Autos verleiht. Vermietet an Mulder. Boah. Ach Mensch, wir haben noch Fotos gemacht. Ach gut, ist hübsch, kann aber wohl weg. Das ist schön. Sollen wir das behalten? Das behalten wir. Kein Vermisster. Dann. Okay, wir wissen was über den Taurus. Haben wir noch jemanden, den wir nicht gegoogelt haben? Nö. Noch eine Nummer, die wir nicht gegoogelt haben? Auch nicht. Anderes Kennzeichen? Auch nicht. Okay, beenden. Boah, das war bestimmt nicht günstig. 96? Dann irgendwie so einen krassen Mobiltarif, der Daten überträgt? Wobei, vielleicht musstest du den zu Hause irgendwie anpinnen. Ich weiß nicht, ob das Ding tatsächlich damals schon dauerhaft im Netz war? Oh, wollen wir nochmal mit Taser spielen? Mit Taser spielen, mit Taser spielen? Oh, was lese ich denn noch so? 96, zweite Klasse. 96 war ich zarte 11, da war ich. Klasse, frag mich nicht. Wo ist man da mit 11? Kein Plan.
So, der Laptop steht immer noch unnütz hier rum, ne? Vierte, fünfte, ja, möglich. Ist so bescheuert. Ich möchte diesen Laptop mitnehmen. Ja, voll. Weiße hier, Fingerabdrücke, irgendwas? Nein. Es wäre tatsächlich ganz sinnvoll, den vollen Laptop dem Polizeilabor zu bringen, aber nein. Ja, gut. Aber wir haben ja noch eine Location. Alles gut. Und nachher ist der Laptop eh weg. Ja. Oh, geil. Dolls United. Blechbüchsen rollt. Okay, der will nicht mehr mit uns reden. Dann halt nicht. Wir gehen mal an den Tatort. Dieter hört Dado. Bobo ist Spanisch und heißt Idiot, kann das sein? Everett. Nö. Ah, Mist. Seattle. Das können wir eigentlich zu Hause alles so Schönes machen. Also ich meine, man kann da dann irgendwie so den Tag beenden oder so, aber ansonsten müssen wir da, glaube ich, noch nicht hin. So, jetzt kommt hier Detektivarbeit. Dockside Warehouse. Es wäre hilfreich, Hintergrundinformationen zu dem Fall zu haben, den Ihre Agenten verfolgten. Ach, wirklich? Ja. Wenn ich etwas habe, werde ich es Ihnen mitteilen. Aha. Wann ist denn das? Jetzt? Wow, dieser pixelige Haufen da, das ist genau. So, und jetzt stelle ich einer vor, ich hätte diesen Vorschlag vom Emulator angenommen. Oder wäre dem gefolgt. Standardmäßig, zumindest wenn man diesen, weiß ich, irgendeinen Alternativ-Shader, der glaube ich mit installiert ist, wenn man den benutzt, ist immer das Häkchen gesetzt von wegen, irgendwie ein leichter Shader, der irgendwas besser macht. Ja, der glättet halt das Bild. Klar ist das hier grisselig, aber wenn sich das jetzt glätte, dann ist es ja nur noch Brei. Danke, nein. Okay, unser Auto. Ich speichere hier tatsächlich nochmal. Das ist schön, ne? Man dreht sich um und guckt einfach nur auf so eine Blechwand. Noch mehr Müll. Unser Auto. Nichts. Ja gut, okay. Was gibt's denn hier hinten? Wasser. Eine überhaupt nicht stockende Wasseranimation. Oder, ja, kurzes Filmchen. Aber immerhin gibt es sie. Gute Aussicht. Ah, okay, ja. Hintertür und die Docks. Gibt es ein Dado? Wer war das? Hau mal ein Lied raus, was man kennen könnte. Dado? Bist zu weit. Sorry. Nein. So. Zur Tür? Zur Skinner? Oder? Tür. Okay, wahrscheinlich ist es exakt das gleiche. Nichts. Na? Okay, wir können nicht mit dir reden und... Hä? Also, er steht da nur und... Ich würde gerne... Warte, ich habe doch einen Dietrich. Ich habe nicht gesehen, was sie da gerade tun. Ist doch gut. Dann stell dich nicht so dicht daneben. Schön, wie das Schloss da noch so baumelt. Rein da. Coverversion X-Files-Thema. Okay.
Oh, Robert Miles, Schildbin, ne? Also, das eine Lied. Also, vielleicht hat er noch mehr, aber es... Checken Sie mal das Obergeschoss, ich sehe mich hier drinnen um. Ja, ja. Das ist so das, was man sich gemerkt hat. Dieses, ne, als man noch Musikvideos geguckt hat, wo einfach nur dieses Kind im Auto sitzt und fahren da und guckt bis aus dem Fenster in schwarz-weiß. Genau, genau, genau. Genau, ah, und hier rächt sich halt jetzt so richtig diese Navigation, dass man eben nicht in so Standard Schritt nach vorne 90 Grad, Schritt nach vorne 90 Grad Dingern unterwegs ist. Das ist nur ein großer leerer Raum hier unten. Man kann sich hier so verzetteln mit Vor- und Zurückklicken und ich erinnere mich. Aber ich weiß nicht mehr, ob tatsächlich überall nur Stille war und so Tropfen im Hintergrund oder ob es auch Musik gab. Also so Standard-Hintergrundmusik, nicht nur zu speziellen Stellen. So, und jetzt checkt man hier nämlich diesen ganzen Laden. Und, speichert hier mal. Und muss hier tatsächlich Pixel landen. Da ist diese Rumskip-Funktion jetzt von der PlayStation-Version echt praktisch. Man auch weiß, wo man hingehen kann und ob vielleicht irgendwo noch was ist. Aber wir gucken erstmal so, weil, ne, echte Detektivarbeit. Ich hoffe, ich weiß, dass hier irgendwo ein Pixel war, der war relativ klein. Aber mal gucken, wo der ist. Wenn wir nichts finden, dann skippen wir uns tatsächlich so durch. Momo Underbar Mea with Now Following. Vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen. Mach's dir bequem. Nimm den Keks. Und ich hoffe, dir gefallen unsere Spiele hier. So, aus jeder Perspektive sieht's auch anders aus. Du kannst gar nicht sagen, ob du gerade dahergekommen bist. Aber wir kommen hier schon durch. DJ Dardo fährt ein Junge auf dem Dreirad in Schwarz-Weiß durch die Gegend. Okay, ja, also auch Anspielung auf das Video, ja. Cool. Dicke Simka. Oh ja, oh, diese quasi wie so groß wie eine normale Checkkarte, ne? So. Ja. Krass. Ja, so ein bisschen wie aus diesen 90er Mobiltelefonen für Autos, ne? Da kann man, glaube ich, einfach nur kurz hochgucken. Es bringt einen so gar nichts. Aber ist eine schöne Einstellung. Und davon gibt es halt viele. Diese Hauptsache, die Einstellung ist mit drin. So, und hier auf diesem Boden irgendwelche Dinge finden. Ich meine, immerhin gab es hier eine Schießerei im Intro. Das wissen wir. Das heißt, es gibt bestimmt auch irgendwo Patronenhülsen zu finden. Aber sicher bin ich mir nicht mehr. Oha. Ich meine, es gab auch irgendwo Einschusslöcher oder ähnliches. Von da aus haben sie geschossen. Ach, da vorne stehen noch so Kisten, ne? Das hier? Diese da. Ist da was? Da ist nix. Oh. LER 123190. Schreiben wir uns auf. Macht er vermutlich auch, aber ne, sicher, sicher. 190. Was ist da drin? Oh, 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 oh. Speichern. Waffe nehmen. Schönes Detail. Wir spielen ja aus der E-Book-Perspektive, aber in den Videosequenzen. Ich glaube, in allen, wo er was macht und wir uns von außen sehen, können wir uns erschießen. Und hinterlassen tatsächlich einen Abschiedsbrief. So, in welchem Spiel kann man das? Sehr geehrte Damen und Herren,
Ah, schon Satchel Paige sagte, schau nicht zurück, vielleicht sind sie dir schon auf den Fersen. Nun, sie haben mich eingeholt. Ich hoffe, dass sie alle mich verstehen. Ich hatte keine Wahl. Hier ist Schluss. Mit mir. Ein weiteres Opfer der gleichen obskuren Maschinerie, die uns alle umschleicht. Craig. Tja. Game over, ne? Ganz im Ernst, in welchen Spielen kann man sich tatsächlich selber erschießen in so einer Sequenz? Ja, Kisten und er klopft ein bisschen drauf rum und ja. Das war's, ne? Mehr macht er nicht. Ja. Ich hab's auch einfach stumpf ausprobiert damals. Noch, als es noch auf dem Windows 98 SE oder so Rechner bei mir lief, ist mir das sozusagen nur passiert. So, oh, krass. Okay, kann nur wieder hochgucken. Liegt da was? Nein. Können wir irgendwelche Proben nehmen? Nee. Okay. Nein, ich wollte das nicht abbrechen. Hallo? Komm ich hier? Da komme ich weg. Also finde ich halt ein geiles Detail. So, die... Da hat doch jemand rumgeballert. Hier waren doch irgendwo noch Spuren zu finden. Das da ein Einschussloch? Nee. Oder Blut. Mensch, Scully wurde angeschossen. Irgendwo gibt's hier noch was. Nee. Nee. Das da unten? Nee, auch nicht. Wie gesagt, man kann sich hier echt verfransen, ne? Tatsächlich durch dieses ganze Lagerhaus hier durchskippen kann. Da was? War das jetzt quasi Musik, weil was passiert ist? Oder war es einfach Ton von diesem Lager, allen Geländedingens? Nö. Von hier nochmal geguckt. Das ist schon krass, wie lange man sich damit aufhalten kann, einfach nur sich hier im Kreis zu drehen. Hier irgendwas auf dem Boden. Fässer. Oh, Fässer und Kisten. George McCrae. So, hier waren wir ja gerade, glaube ich, jedenfalls. Fässer, komm. Ja, toll. Leere Fässer. Keine Beweise oder so. Okay. Da geht's irgendwo hin. Nee. So, irgendwo. Hier war doch eine Schießerei. Hier dran, hier auf dem. Da unten. Da vielleicht. Dieses Plätschern im Hintergrund, was uns einfach nur verhöhnt. Einschüsse in der Wand. Nee. Ja. Oh, oder Playse-Version. Vielleicht haben wir das rausgenommen. Das wäre ein bisschen sehr schade.
Ja, sicher, hier gab es eine Schießerei. Man konnte doch irgendwo was finden. Aber das wäre echt Arsch. Das wäre nicht die Feine. Ne? Und Englische und Art. Hä? Warum hat er jetzt... Hat er gerade auf 3 gespielt? Ach nein, ach ich... So, speichern. Mal hier erstmal, bevor wir es anfassen. Nö. Okay, geht auch nicht ran oder so. Era safe. Ah. Dieses Telefon ist irgendwie tot. Ja. Mann. Taucht er plötzlich hinter mir auf. Ach ja, er wollte ja eh, dass wir hochgehen. Was ist das? Nichts. Nichts. Auch nichts. Okay. Dunkelheit. Da geht's da hoch oder was? Es steht das und die untere Stufe ist. Ich gehöre das schon zur Wand. Und es steht ein Schrank davor. Ja, okay. Ja. Taschenlampe. Ah, cool. Da geht's runter. Das ist cool. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Okay, hier geht's wieder runter, ja. Ja, wie war das mit? Man kann sich hier verzetteln mit der Steuerung. Da. Aha. Ja, das ist halt mit der Maus sehr viel komfortabler. Bisschen Werkzeug. Ja, das gute alte Brecheisen. Gordon, bist du's? Also nicht Gordon Shumway, ne? Ich glaube, da kommen wir her. Oh, sonst ist hier oben scheinbar nichts. Dann an die aus. Dich ignorieren wir erst nochmal. Wir recherchieren noch ein bisschen. Bisschen enttäuscht. Ich dachte, es ist mehr Detektivarbeit. Ich bin mir sicher, ich habe hier eine Blutprobe und... Ich glaube, eine Kugel eingesammelt. Aha. Ey, dieses Rumgeklicke hier. Dum, dum, dum. Genau, der war's. hier. Geil. Das ist mal hier Detektivarbeit. Gordon Alf Shumway. Ich habe Blut gefunden. Jemand ist angeschossen worden. Warum guckt er uns an? Was? Das passt nicht. Ich war doch sogar hier. Warum findet er das Blut jetzt erst? Okay, dann müssen wir jetzt aber auch hier die Kugeln irgendwo finden. Da. Da, hier, der helle Punkt. Aha. Her damit.
erstmal so mit der Spitze von diesem Taschenmesser so drin rumprokeln. Nicht, dass man das im Labor noch irgendwie analysieren wollen würde, können, müssen, hätten, tun. Aber cool, dann haben wir endlich Arbeit für ihn. Noch nicht die Arbeit, wegen der er mir jetzt schon leid tut. Aber Arbeit. So, hier. Ah, ach so, das ist nur das Reingucken. Ja, gut, gut, gut. Hatte ich schon. Was war das denn gerade? Hatte ich schon probiert, ne? Ja. Ach, das sind die einzelnen Sachen, die wir haben. Das Blut und die Kugel. Cool. Okay, das wusste ich nicht mehr, dass es so war. Nice. Brecheisen. Sehr cool. Hier drüben war aber noch was, ne? Da ging's noch rein. Da drüben geht's rein. Nö. Oha, Dunkelheit. Ja gut. Oh, hey. Er hat auch eine sehr kurze Animation, ne? Tragen, polieren. Auftragen, polieren. Hey du. Zu weit weg. Alles klar. Rückseite. Ach, guck mal hier, Telefonnummer und so. Oha. Schlecht zu lesen. Huch. Eat the corn. Ah ja, da es gibt oder gab. Was war das denn? Trivia. Eine Fanpage von damals oder so? Oder Fangruppierungsaktix? Irgendwas, die heißt, glaube ich, so. Und da das ja veröffentlicht wurde zum ersten Kinofilm, wo es ja um Bienen und diese, ne, Maisfelder ging, passt das schon irgendwie. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir die Nummer schon? 206555. 0131 oder 81? Nö. 306 55 0131 oder 81. Rufen wir an. Wo ist denn? Warum ist unser Telefon jetzt da hinten? Nö. Ja, Nummer haben wir nicht. Clear. 6555. 0131. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Okay. Sechs, fünf, fünf. 0181. Kein Anschluss und. Ah, gut. So, wir haben Blut gefunden. Vielleicht sollten wir mit Skinner mal darüber reden, ne? Der hat ja nur kurz hochgeguckt. Sonst aber ignoriert. Gab's hier noch was? Nein. Genau. Sind unterwegs. Da drüben ist ein Fischer, da ist Blut. Warum haben Mulder und Scully hier nur angerufen? Ich bin mir nicht sicher, aber eine bessere Spur haben wir nicht. Oh, ey, ey, sprich noch ein bisschen schneller, ey. Warum haben Mulder und Scully hier nur angerufen? Ich bin mir nicht sicher, aber eine bessere Spur haben wir nicht. Ey, der hat's eilig, der hat's eilig. Glatter Durchschuss. Wer sagt das? Die Kugel kann auch ein anderer Schuss gewesen sein.
Opfer nur verletzt. Naja, ein glatter Durchschuss durch den Kopf, da bist du auch nicht nur verletzt. Wo sind denn ihre Leichen? Der möchte sowas nicht hören, Mensch. Blut. Ich werde die DNS überprüfen lassen. Ich werde eine Probe nach Washington mitnehmen und dort untersuchen lassen. Okay, cool. Ein alter Fischer wartet übrigens draußen. Wollen wir ihn anhören? Ja, warum sprechen wir nicht mit ihm? Vielleicht hat er etwas gesehen. Ja, genau. Das Blut sieht beunruhigend aus. Sieht nicht sehr gut aus, oder? Naja, erstmal. Lassen wir das untersuchen und hoffen wir, dass es von jemand anderem ist. Offenbar war es ein glatter Durchschuss. Das Opfer wurde vielleicht nur verletzt. Falls nur einmal auf sie geschossen wurde. Eben. Aber ich bin Ihnen für Ihren Optimismus dankbar. Gerne. Dann jetzt was zu den Leichen. Wenn man sie getötet hat, wo sind dann die beiden Leichen? Ich bezweifle, dass die Killer die beiden Leichen hier herumliegen lassen würden, damit wir sie finden. Wenn sie tot sind, finden wir sie wahrscheinlich nie, also hoffen wir, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt noch länger warten, haben wir Glück, überhaupt was zu finden. Das stimmt so. Und, ja, wir sind an irgendwelchen Docks mit so alten Lagerhallen und so, also hier kann man bestimmt super was verschwinden lassen. Naja. Boah. Dann bleiben wir bei dem Optimismus von eben, ne? So. Was denn hier? Nö. Kurz durch die Technik klicken. Und. Ja, dann, ab zu dem alten Fischer. Dass er auf die Entfernung und nur so im Rücken gesehen hat, dass das ein alter Fischer ist. Ist auch interessant. Interessanter ist, wer dieser alte Fischer ist oder wo sein Name herkommt. Das ist einer von den Autoren von der Originalserie. Also der Name. Und der Name vom Boot ist wieder irgendeine Trivia-Geschichte. So geil, dass sie einfach in so viele Richtungen einfach mal gefilmt haben. Macht schon was her. Da sprechen. Und das da, man guckt sich einfach so ein bisschen den Steg an. Speichern. Kann man ja hier mal ein bisschen. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, nichts. das mit den Handschellen lassen wir mal. Lassen Sie das. Brecheisen? Ich möchte das nicht. Ja, gut. Hier. Hast du die gesehen? Davon weiß ich bisher noch nichts. Bisher. Wie ist Ihr Name? Wer will das wissen? So, vor allem bei der Frage... Alter, wie steht denn er da? Ist irgendwie passiv-aggressiv, oder? Bei der Frage greift er schon so ins Jackett, ne? Wie ist Ihr Name? Wer will das wissen? Da sieht man so ein bisschen den Anzug flattern. Eigentlich möchte die Marke schon zücken. Dann machen wir das jetzt. Agent Wilmore, FBI, ich würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. So, ausgewiesen. Hier, Blut. Ahnen Sie, warum wir Blut im Lagerhaus gefunden haben? Nein, irgendein Unfall vielleicht, keine Ahnung. Mhm, wenn du das sagst. Wie ist Ihr Name? James Vaughn. Wie gesagt, einer von den Originalautoren müsste das sein. Was können Sie mir über dieses Lagerhaus sagen? Nicht viel. Es ist eben ein Lagerhaus. Keine Ahnung, ich liege hier nur. Da ist früher reichlich Fracht umgeschlagen worden. Die haben sogar Wachen gehabt. In letzter Zeit ist es ziemlich ruhig geworden, was nicht sehr überraschend ist, wenn Sie bedenken, was hier los ist. Und was genau ist hier los? Die Fische werden knapp. Das ist ja schade, aber krass.
Lagerhaus mit Fettwachen und so. Sind Ihnen ungewöhnliche Aktivitäten aufgefallen? Nein, bloß, dass es im Lagerhaus sehr viel ruhiger als normalerweise zuging. Okay, Fische. Was ist mit der Fischerei los? Ich weiß auch nicht, aber es wird immer schlimmer. Das kommt wohl von der Überfischung. Und seit wann geht das so? So lange, dass viele Leute schon wegziehen. Sie schaffen es nicht mehr. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Aber? Und waren Sie letzte Woche hier? Die meiste Zeit schon. Und Sie haben nichts Ungewöhnliches gesehen oder gehört? Naja, ich gehe ja abends nach Hause zu meiner Familie. Ja. Erzähl mal. Erzählen Sie mir von Ihrer Familie. Wieso? Ich bin neugierig. Ich möchte nur etwas über Ihre Familie wissen. Okay. Ich habe eine Frau und eine kleine Tochter. Wie alt ist Ihre Tochter? 7. Jung für einen Mann Ihres Alters. Ich bin überrascht. Ich esse viel Fisch. Ist Ihre Frau jünger als Sie? Jung genug, um eine 7-jährige Tochter zu haben. Wie lange leben Sie schon in diesem Land? Man sieht, dass ich hier nicht geboren bin, hm? Nein. 10 oder 11 Jahre vielleicht. Woher stammen Sie, Mr. Wong? Aus China. Ich habe Kanton 1985 verlassen. Okay. Alles klar. Können wir ihm irgendwas andrehen sonst? Nö, ne? Dann hier, guck mal. Hast du die gesehen? Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Okay. Immer mal eine andere Antwort. Kann ich mir das Schiff mal angucken? Du bist verdächtig. Darf ich? Speichern. Kann ich ihn festnehmen? Ich möchte sein Schiff untersuchen. Ich kann wirklich nicht glauben, dass ich das tun muss. Nach 5 Jahren beim FBI sollten Sie es besser wissen. Ach komm. Ich will Ihre Dienstmarke und Ihre Waffe haben. Ah ja, guck mal, siehst du? Ja. Der Herr Wong. Ja gut, dann... Kann ich Skinner ja sagen, der weiß nix. Kann man von hier diesem rosa Fernglas irgendwie die Nummer besser lesen? Toll, Nachtsicht. Fernglas. Nö, so gar nicht. Ach, ich habe nur wieder versucht, Unschuldige festzunehmen. Aber mal gucken, was passiert. Ach nee, Quatsch. Er hat ja gesagt, das Telefon hier ist irgendwie tot. Dann können wir die Nummer sowieso nicht anrufen. Und es müsste ja theoretisch die sein, die Mulder angerufen hat. Ein R0182, ne? Mehr zu sagen. Naja, aber ist eh tot. Also zurück zu Skinny Boy. Okay, er möchte nicht mit uns reden, also... So, stimmt ja, wir haben jetzt ein Brecheisen. Rechts, links, links, geradeaus, hoch, runter, AB, da. Brecheisen... Yes! Oh, jetzt könnten wir uns wieder erschießen. Wir sind wieder im Bild. Tja. Kisten mit Pulver. Probe nehmen. Alles Verdächtige einsacken. Schön das Labor damit zuspammen. Und, ja. Der arme Kerl. Kommt noch.
Och nö, jetzt lässt er das Brecheisen hier liegen. Ganz im Ernst, sowas kann man immer gebrauchen. Skinner, ihr habt noch was gefunden. Navigation hier drin ist echt ein Graus. Guck mal, schwarzes Pulver. Was halten Sie hiervon? Ich weiß es nicht, aber ich schlage vor, Sie nehmen das nicht mehr in die Hand, bis es analysiert wurde. Das ist eine gute Idee. Das ist korrekt. Brauch sowas schon. Ich speichere mal. Nehme mir mal. Ich weiß nicht, wie schnell man hier sein muss und ob das diese Stelle schon war. Ich glaube, das ist erst später. Okay, das ist gleich da unten. Diese Limousine folgt uns, seit wir das Büro verlassen haben. Mhm. Ich wusste doch, da war was. Was sollen wir deswegen unternehmen? Das sollten Sie entscheiden, Agent Wilmore. Wer kann das sein? Jemand, den es interessiert, was wir tun. Denken Sie, die wissen was über Mulder und Scully? Schon möglich, warum fragen Sie sie nicht? Ja, genau, warum fragen wir sie nicht? Was ist denn mit Ihnen los? Okay. Sorry. Da hinten, diese Limousine. Aha. So nämlich. Habe ich euch. Tja, ich konnte sie nicht fragen. Habe ich irgendwie abgesetzt. Nein. Halt, stopp. Ich wollte doch noch mit Skinner quatschen. Sind getürmt. Was sagst du dazu? Gar nichts. Okay, dann, mein schweigsamer Freund, tschüss. Auf zum Labor. Jetzt kriegt er was zu tun. Blut, eine Kugel, schwarzes komisches Pulver. Ich erstmal mit ihm quatschen? Nö, okay, ich gebe ihm einfach das Zeug. Hier ist Blut. Was ist das Blut? Wirklich gut. Liegt Ihnen eine Entsprechung vor? Ich kann Ihnen zwar sagen, welche Blutgruppe das ist, doch ohne entsprechenden DNS-Test kann ich nicht viel für Sie tun. Worum geht's denn? Um zwei vermisste FBI-Agenten. Wir nehmen an, das Blut ist von einem der beiden. Das ist ja schade. Ich schlage vor, Sie lassen das in Washington vom FBI-Labor untersuchen. Die können das ziemlich schnell mit der aktuellen Agentendatenbank vergleichen. Ja, das macht Skinner ja schon. Ist okay. Hier ist eine Kugel. Eine Kugel. Sieht nach einer 38er aus. In ziemlich schlechtem Zustand. Ich schätze das Übliche, nicht? Ja, sie steckt in einem Stück Holz. In Ordnung. Dann ist hier noch Zeug. Na, was haben wir denn hier? Sie müssen sich schon mehr anstrengen. Ich kann Ihnen sofort sagen, was das ist. Dieses Pulver. Es ist Blei für die Industrie. Oh. Blei? Ja. Warum Blei? Keine Ahnung, es wird für alles verwendet. Von Gewichten für Taucher bis zur Auskleidung von Röntgenschutzwesten. Ziemlich normales Zeug. Aha. Könnte es sich vielleicht für jemanden lohnen, das zu schmuggeln? Nein. Es ist weder illegal noch sexy. Es gibt überhaupt keinen Grund für irgendjemanden, dieses Zeug irgendwo hinzuschmuggeln. Aha, da standen aber 3, 4, 5 Kisten, die waren randvoll mit dem Zeug. Aber was hat er gesagt? Irgendwie Röntgenstrahlung abschirmen? Naja, wir sprechen uns vielleicht später. Tja. Hier nochmal hin, außen, wir fahren nochmal zurück. Wir haben ja noch Dinge zu googeln, ne? Wir haben noch
diese Nummer, die da auf dem Zettel stand. Und vielleicht können wir ja mal dieses olle hier, Computerlabor da mal kontaktieren. Wofür wurde das pulverisierte Blei verwendet? Keine Ahnung, da weiß ich wirklich nicht weiter. Es könnte als Nebenprodukt bei der Herstellung von Waffen entstehen und ich schlage vor, dass Sie sich mal erkundigen. Waffenschmuggel, ja. Könnte Wong was damit zu tun haben? Ich weiß es nicht. Hatten Sie denn den Eindruck, dass er mehr wusste, als er gesagt hat? Er versucht ganz sicher etwas zu verbergen. Blei ist schon ziemlich special. Könnte der Rückgang der Fischbestände damit zu tun haben? Ich kann da keine Verbindung erkennen. Mit schlechten Fängen verstößt man nicht gegen Gesetze. Stimmt. Denken Sie, das Blut war von einem Ihrer Agenten? Ich kann es wohl nicht ausschließen. Aber ich warte auf die Testresultate, ehe ich mich festlege. Und ich schlage vor, dass Sie das auch machen, Agent Wilmore. Sir, jawohl, Sir. Warum sind wir beschattet worden? Ich weiß es nicht, aber wer immer in diesen Fall verwickelt ist, hat offenbar vor dem FBI keine Angst. Dahinter kann unter Umständen auch die Unterwelt stecken. Direktor Skinner, ein Gespräch für Sie auf Leitung 1. Echt auch die Unterwelt? Hier ist Skinner. Ich verstehe. Blast alles ab. Ich muss sofort wieder nach Washington zurückfliegen. Ich nehme von dem Blut etwas nach Washington mit und lasse es dort analysieren. Ich will, dass Sie mit der Überwachung des Lagerhauses anfangen. Noch heute Nacht. Okay. Diese zwei Agenten sind mir sehr wichtig. Jo. Ist okay. Influencer. Willkommen, willkommen. Vielen Dank für den Follow und mach's dir bequem. Nimm dir Keks. Es ist einfach abgedampft. Polizeiarbeit. Was hat dich hierher verschlagen? Bist du auch mit dem Peter gekommen? Ah, er ist wieder da. Hey, ich bin gleich für Sie da. Lassen Sie mich das noch schnell beenden. Ja. Warte. Was ist denn mit Ihnen los? Ach, guck mal. Er telefoniert denn da plötzlich nicht mehr. So. Mal gucken. Scullys Laptop schon weg? Nee, er ist tatsächlich noch da. Okay. Hey, Mann, wie geht's denn da draußen? Gott. Ich bin sicher, dass Sie sich bei Skinner schön einschleimen werden. Oh ja, voll dabei. Läuft gut, könnte besser laufen. Naja, Sie werden immer noch vermisst. Wie man sich einschmeichelt, habe ich von dir gelernt, weißt du. Naja. Könnte besser, werden noch vermisst. War mal ein bisschen hier neckisch. Ich habe ja von Ihnen gelernt, wie man sich richtig einschleimt. Ach ja, stimmt. Wie ist Skinner dann so? In Ordnung, leicht verkrampft. Er und Shanks sollten Vater werden. Was? Hä? ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Na, das freut mich ja zu hören. Ja. Mensch, einen guten Draht hey, zum... Hey, hören Sie. Assistant Director. Wenn Sie was brauchen, sagen Sie mir Bescheid, okay? Danke, Mann. Was ist mit dem Laptop? Der gehört Scully. Er ist passwortgeschützt. Soll ich die Abteilung Computerverbrechen fragen, was die tun können? Nein. Nein, ich mach das schon. Okay, gut. Er lässt das doch verschwinden. Ich finde ihn scheiße verdächtig. Darauf erstmal ein Stück Klebeband. Rupf. Kleb. So. Wir müssen nachforschen. Und zwar, mal gucken, ob man mit dieser Nummer, diese LER, irgendwas von den Kisten was anfangen kann. Achso, und Bilder. Bilder. Ja, das behalten wir. Das ist schön. Jetzt wird's interessant. Das kann wohl weg. Das da ist interessanter. Haben wir noch gut getroffen. Das nicht so. Zack, das auch nicht. Weg. Weg. Das brauchen wir auf jeden Fall.
EAK. Ach, vorbei. Ist eh wieder eine Vorauswahl, ne? Das geht vermutlich wieder relativ schnell. Kennzeichen. Ja, genau das. Staatsbürger wird uns wahrscheinlich nicht verfolgt haben, aber wenn er schon sagt, vielleicht sogar die Unterwelt. Nö. Vielleicht sogar die Polizei. Vielleicht sogar die Regierung. Schwarze Limousine und so. Oha. Access denied. Ich rieche eine Verschwörung. Ja, das ist dann wohl ein Regierungsfahrzeug, über das wir nicht mehr erfahren sollen. Gucke an. War noch neue Telefonnummern? Nö. Namen? Wilmore und ach, wir selber. Ah ja, ach, Mensch, zurück. Nein. Der Herr Wong. Der Herr Staatsbürger. Wong James, Baujahr 50, 1,75, männlich, 84 Kilo, asiatisch, schwarz. Wenn er nicht kriminell ist, nicht beim FBI arbeitet, nicht für die Regierung oder das Militär, warum gibt es in diesem Netzwerk so viele Daten über ihn? Hat er irgendwo einen falschen Haken gesetzt? Geburtsort und Tag, Houston, Texas. Geburtsdatum 50? Geburtsort und Tag? Er hat gesagt in China, Houston, Texas, 48. Okay. Militärdienst, 65 bis 66, US Army, unehrenhafte Entlassung, nachdem herausgefunden wurde, dass er bei der Aufnahme in die Armee sein Alter falsch angegeben hat. Ne? 68, Überfall, Chicago, dritte Anklage fallen gelassen, 72, Raub, verurteilt, 6 Monate Haftstrafe. 76, bewaffneter Raub, Pittsburgh. Fallen gelassen. 83. Besitz von Diebesgut. Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. 88. Drogenbesitz mit dem Vorsatz, diese zu vertreiben. 18-monatige Haftstrafe in San Quentin. Mensch, da hat er ja ein Metallica-Konzert abgegriffen, ne? Nee. War zu früh. 91. Besitz von Diebesgut. Anklage fallen gelassen. 95. Besitz von Diebesgut. Urteil wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Da hat ihm doch einer geholfen, oder? Das leiten wir weiter, wohin auch immer. Amos, guck mal, E-Mail. Yo, gute Nacht, danke fürs dabei sein und dann sehen wir uns vielleicht, wenn du magst, beim nächsten Mal wieder. Sollte dann Mittwoch hier weitergehen. Wenn ich mal so auf die Uhr gucke, vielleicht machen wir auch nicht mehr so lang. Suchen wir jemanden? Nö. Okay. Also, verdächtiges Auto. Wollen wir nicht mehr darüber erfahren. Dann lesen wir nochmal unsere Notizen. Ob wir noch was Neues haben hier. Befragung, Durchsuchung, Zimmer. Empfangschef, DC. Lagerhaus bei den Docks, wo die Agenten angerufen haben. Niemand da, Tür mit Dietrich geöffnet, Blutflecken gefunden, Probe entnommen. Schwarzes Pulver, Probe entnommen. Kugel, Holzbalken, achso, aus Holzbalken entnommen. Lagerhaus bei den Docks, Vernehmung eines Mannes. James Wong, männlich-asiatisch. 85 aus Kanton China in die USA gekommen. Ja, nee. Also außer ja, und das mit Texas ist gelogen, kann natürlich auch sein. Heiratet eine Tochter 7 Jahre. Befragt. Konnte keine Informationen geben. Bewaffnete Männer gesehen. Ein- und ausgehende Waren. In letzter Zeit ruhig. Ausweichende Antworten. Scheint Informationen zurückzuhalten. Werde ihn erneut befragen. Ja, jetzt wissen wir ja auch, dass er ein bisschen geflunkert hat und schon einiges auf dem Kerbholz hat. So,
Oh, Skinner. Wagen bemerkt. Zwei Männer, schwarze Limousine. Beweise an Labor übergeben. Pulver. Blei. Jupp, warum am Lagerhaus? Blut soll in DC analysiert werden. Jupp, macht Skinner. FBI-Außenstelle. Genau, da. Er nimmt das mit. Skinny Boy. Anweisung des Lagerhaus und unmittelbare Umgebung im Auge zu behalten. Überprüfung des Autokennzeichens unproduktiv. Das kann man so sagen. Hat ja nichts gebracht. Oh, hier, nice. Alles grün heißt, wir haben quasi an allen Orten für heute alles gemacht, soweit ich weiß. Aber kann der den bitte mitnehmen? Wenn der da liegen bleibt, verschwindet der. Mit unseren Kollegen hart verdächtig. Wenigstens in diesem kleinen Asservatenschränkchen einschließen. Können wir versuchen, das Labor anzurufen? Wieder. Komm schon. Sie haben das Seattle Kriminalamt Abteilung erreicht. Da wir im Moment dabei sind, unser Telefonsystem zu verbessern, können wir leider Ihren Anruf nicht beantworten. Es tut uns leid, dass wir Ihnen diesen Unbequemlichkeit verursachen. Ja. Bitte versuchen Sie morgen wieder. Ja, versuchen wir morgen wieder. Mal gucken, ob wir dann weiterkommen damit. Gespannt. Aber ist ja ganz passig eigentlich. Wenn wir jetzt den Tag quasi beenden können. Passt doch. Und dann machen wir den nächsten Tag am Mittwoch dann. Klingt vernünftig. So, ich klicke hier nebenher einmal kurz. Und guck mal, ob um die Zeit jetzt hier noch jemand abhängt. Aber ich glaube, alle im Bett. So, die üblichen Verdächtigen. Die Leute wollen ja wohl auch in die neue Woche starten, ne? Kaum erwarten. Hundertprozentig ist morgen dieser scheiß Laptop weg. Warum nimmt der den nicht mit? Ich hätte ihn. Ich hätte ihn ja am liebsten in diesen Schrank gesteckt. Gut. Hey, rein oder raus, okay? Ich versuche hier zu arbeiten. Mit drin. Ich könnte Hilfe bei diesem Fall brauchen. Okay, lassen Sie mich Ihre Notizen durchsehen. Meine, es funktioniert tatsächlich, wenn man mit jemand Wichtigen nicht... Das sieht für mich ziemlich vollständig aus. Wenn man mit jemand Wichtigen nicht gesprochen hat, ich meine, dass er dann auch was dazu sagt. So, ach, wollen Sie nicht nochmal mit dem und dem sprechen? Irgendwas war da. Was ist denn mit dir hier? Und was war hier los? Hier war es ruhig. Die haben die Miliz endlich ausgehoben. Den Spaß haben sie verpasst. Aber ansonsten ist hier nicht sehr viel los gewesen. Oh. Wenn du diesen Laptop verschwinden lässt, ne? Merkt euch meine Worte. Er ist verdächtig. Nee, freier Slot. Nee. Wieso jetzt wieder drei? Ich hab doch gerade auf die 1. Genau, komm. Speichert. Kann mal gucken, ob der Wong noch... Ach, jetzt ist wieder alles rot. Okay, dann habe ich mich wohl geirrt. Oh, wenn jetzt tatsächlich direkt einfach schon Nacht ist... Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Wir können mal gucken, ob wir zu Hause irgendwas machen können. Wenn wir da nichts Sinnvolles machen, dann machen wir Schluss. Apartment.
Jetzt ist noch Tag, alles klar. Dann schaltet er erst um, wenn wir zum Lagerhaus gehen, das ist gut. Machen wir das nämlich so, dass wir da dann Mittwoch weitermachen. Ziehen wir uns jetzt nochmal die hübsche Bude rein, was hier so zu sehen gibt. Er hat ein Bild, was nicht an der Wand hängt. Fernseher, den er nicht benutzt. Ganz viele Kisten. Ja, genau, hier, Bürgerkrieg. Der mag irgendwie Bürgerkrieg-Gedöns. Wie gesagt, deswegen ist auch irgendwie irgendein Ort von einer Bürgerkriegsschlacht das Passwort für den Rechner in der PC-Version. Mussten wir hier ja jetzt nicht eingeben. Guck mal, kann sich doch was angucken. Hübsch. Production Babies oder so? Ein Bär? Garantiert irgendwelche Easter Egg-Referenzen-Geschichten. Oh. Läuft hier auch wieder das gleiche Programm? Eieiei. Natürlich. Laut. Hippes Fahrrad. Kunst. Hier, Scheidungsgedöns. Divorce. Jo. Oha, ja, also falls jemand möchte, warum die sich denn scheiden lassen wollen, hier, bitteschön. Könnt ihr hier pausieren im VOD? Krass. Nee, zu viel, sorry. Minor Child, Elizabeth and Wilmore. Dip. Jo. Haben wir das auch gesehen? Was jetzt weiter wichtig war, weiß ich nicht. Die Wand, hübsch, ja. Wo geht's dahin? So eine Abstellkammer? Weil sie haben zu Hause auch noch einen Colt rumliegen. Gut zu wissen, dass er einfach da ist. Vielleicht brauchen wir ihn später. Hübsch. Zahnfee. Oder so. Klar, so ein handgemaltes Bild und dann hier diese gedruckten Buchstaben da oben. Aha. Celebrate my family, people close to me. There are many branches on my family tree. Aha. Ja, ich hab's gesehen. Allerdings ist die Formatierung hier eine andere als hier. Celebrate my family, people close to me. There are many branches of my family tree. Loving, caring, helping, sharing. I celebrate the family, people close to me. Aha. Es ist sogar mehr Text, wenn man ranzoomt. Ich wollte mich doch veräppeln. Oh, Tatsache, hier läuft echt Musik. Muss nur lange genug zu Hause abhängen. Haben wir hier Zugang zu den FBI-Gedöns? Ja, cool, dann können wir auch von zu Hause arbeiten. Homeoffice und Stuff. Dann gehen wir nächstes Mal hier recherchieren. So viel gemütlicher. Ja, wer bist du?
Sieht aus, als würde er uns ein Angebot machen, was wir nicht ablehnen können. So eine Nahaufnahme von... Ja, was ist das hier? Irgendein Starbucks-Café oder so? Keine Ahnung. Und einer guten Krups... ist Krups, ne? Ja. Kaffeemaschine. Wofür ist das wichtig? Sowas schreit immer nach Easter Eggs. Immer schade, wenn man dann dazu nichts weiß. Sowas auch. Immer so kleine Details. Ich meine, okay, ja, er hat Schnaps offen in der Küche stehen. Wahrscheinlich soll es nur heißen, dass er mit der Scheidung nicht so gut klarkommt. Er hat ein bisschen Geschirr. Aha. Er hat ein paar Cerealien. Ach, guck mal hier, diese rote Ecke. Das ist doch gut und günstig. Zwei offene Bier und immer schön den Kronkorken daneben. Sehr ordentlich. Noch mehr Cerealien. Sieht auch immer alles so nach Easter Egg aus. Okay. Late Night, was? Kabarett? Vermutlich irgendwas, was man kennen muss. Er hat Bier. Okay, die beiden anderen stehen draußen. Passt so. Saft, Zitronensaft, irgendeine Soße und eine Filmrolle. Hast du Drogen in deinem Kühlschrank, Junge? Schlüssel. Und was? Irgendwas. Tango. Na gut. Schöne Wand. Toll. Wow. Okay. Ja, so viel zum Privat- und überhaupt Leben von so Agenten, ne? So, drei verschiedene Krawatten ordentlich auf den Nachtschrank gelegt. Nicht ausgepackte Kartons, weil ja klar, okay, gerade geschieden, ne, und so, aber trotzdem. Ab und an so historische Gemälde und Fotos und ja, das war's. Das ist eine ganze Bude. Ah, ne, komm, er hat ein Fahrrad. noch mehr Zeug. Big Chiefs und Affe, das schreit schon wieder nach Easter Eggs. Winterklamotten. Check. Ramones. Er mag die Ramones. Oh, noch mehr Klamotten. Da geht's vermutlich raus. Joa, gut. Diese typischen Wandschränkchen bei den Amis sind eigentlich ganz cool. Ah, Tagebuch. Yo. Wieder was ich jetzt durchscrollen werde, glaube ich. Das ist einfach ein bisschen Hintergrundstuff für ihn. Explosive Devices. Elizabeth, die letzten zwei Wochen nicht gesehen. Es ist Ostern. April Fool's Day, SOS. Wrecked Boy with Cook. Force to the Gym. Ja, ne? Pff, ganz schön viel Backstory. Krasser Scheiß. Ja, hier, das, ne? Das Bureau comes first. Aha. Okay, ganz viel hier Bürgerkriegzeug wieder. Alles klar. Okay. Scheiß viel Stuff. Können wir pennen gehen?
Nee, können wir nicht. Stimmt, wir müssen ja noch das Lagerhaus observieren. Ich meine, an einigen Tagen beendet man eben diese Tage mit ins Bett gehen, ganz stumpf. Okay. Ins Bad. Aha, schöne Einstellung. Geht's da raus? Da geht's raus. Ah, geht ab. Ja. Ist weiter zu tun, wir starren uns nur an. Und er hat hier noch mehr Ramones-Poster hängen. Ah, er schon wieder. So. Aus hier. Nein, jetzt sind wir schon wieder hier gelandet. Boah. Navigation hier. Da raus, dann links, dann hier. So. Dann hängen wir jetzt hier nämlich zu Hause ab. Ich glaube, wir haben sonst alles durchgeguckt an Nummern und Kram, was ging. Das nächste wäre Lagerhaus observieren. Ich glaube, da gibt es auch tatsächlich die erste Schießerei. Und daher würde ich sagen, speichern wir hier. Ich gucke mal, so. Ah, speichern auch nochmal auf der 2. Nein, nicht auf der 4. Also die Save States, wenn wir diese ROMs hier benutzen, oder die Images von den CDs, irgendwas hakt da. Aber gut. So. Dann sag ich mal, ich guck noch mal fix, ob noch irgendwer angekommen ist, aber wahrscheinlich sind noch mehr off. Ja, ist nichts weiter passiert. Also schmeiß ich kurz hier das hier als, das als Endscreen passt doch wunderhübsch. Schmeiß hier nochmal den Discord-Link rein. Da steht dann drin, ob es dann am Mittwoch weitergeht. Ich würde sagen, bisher ja. Da gibt es den ganzen alten Scheiß zu sehen. Und dann sage ich hier schon mal ciao.